Am 10.12. gibt's endlich wieder GNU-Merch. Ein kleiner Leak, was euch erwartet. Und außerdem sind die Plüschis zurück. Es wird nice. Kauft mein. Willkommen zu Disney Dreamlight Valley und zwar A Rift in Time. Und dieses DLC ist neu draußen. Es ist in 3 Akte unterteilt. Und wir spielen den ersten Akt. Die anderen 2 Akte kommen im Jahr 2024. Und jetzt schauen wir, was mal passiert. Aha. Da haben wir doch Jafar. Erst einmal, ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen und über mehr Kommentare von euch als von den Bots in den Kommentaren natürlich. Und meine liebe Community ist gerade auch live dabei. Die sagt euch Hallo. Und zwar schauen wir uns heute das wunderbare DLC an. Da freue ich mich sehr. Und zwar A Rift in Time. Es gibt neue Biome, neue Charaktere, zum Beispiel Gaston, Rapunzel und Yves. Es gibt ein neues königliches Werkzeug, die Sanduhr. Da freue ich mich auch sehr drauf. Neue Schätze und neue Geschichten. Und ich habe mich jetzt echt zusammengerissen, um nicht dieses DLC ohne euch zu spielen. Aber wir tun es jetzt zusammen, schauen es an und ich freue mich sehr. Und ganz wichtig, in diesem Video sind 3 Codes vom Originalspiel für euch versteckt. Deswegen lohnt es sich definitiv, mal reinzuschauen. Und wer sie findet, kann sie direkt einlösen. Sie sind für Steam, für PC. Und ihr wisst ja, falls ihr das Game auch für die Switch habt, könnt ihr da definitiv auch weiterspielen. Das heißt, ihr macht's wie ich. Ihr habt dort euren Cloud-Speicher. Den müsst ihr einfach nur auf der Switch laden und könnt es dann auch spielen. So, wir fangen an. Und Jafar sagt, aha, es hat geklappt. Na endlich, es hat geklappt. So, nach einer Ewigkeit. Gnutruhn, hörst du mich? Woher kennst du meinen Namen? Du erinnerst dich vielleicht nicht an mich, aber ich erinnere mich ganz gut an dich. Diese plumpen Geräte ermöglichen es mir, mit dir zu sprechen, aber ich fürchte, sie sind nicht ohne Fehlfunktion. Ach, na endlich. Unsere Verbindung scheint stabil zu sein. Sei gegrüßt, ich bin Jafar, königlicher Vezier von Dreamlight Valley. Vor dem Vergessen war ich dein engster und vertrautester Berater. Das wage ich zu bezweifeln. Die Keys, die ich hier in diesem Video verlose, sind für PC und für Steam. Vor dem Vergessen war ich dein engster Berater. Okay, ich höre zu. Ich traue dir kein bisschen. Aber du hast wirklich keine andere Wahl. Der Einsatz ist viel zu hoch. Ich wende mich jetzt mit einer ernsten Warnung an dich. Alles in Raum und Zeit ist in Gefahr. Nun, das klingt schlecht. Hör mir gut zu. Dann sage ich dir, wie du die Welt in Ordnung bringen kannst. So. Während des Vergessens begab ich mich auf eine Reise und entdeckte ein Land jenseits der Gewässer. Ein Land namens Insel der Ewigkeit. Das sind die neuen Biome. Geil! Ein Ort voller uralter Relikte, die dem Anwender die Kontrolle über die Zeit verleihen. Geil. Aber dann ging alles schief. Die Insel der Ewigkeit ging in der Zeit verloren und ich war dort gefangen. Aber jetzt habe ich endlich einen Weg gefunden, mit dir zu kommunizieren. Wenn wir das Dreamlight Valley noch retten wollen, musst du dich auf die Insel der Ewigkeit begeben und mich befreien. Okay, wie hast du die Insel der Ewigkeit entdeckt? Es war Schicksal oder vielleicht ein zufälliger Unfall. Ah, das war wahrscheinlich auch gar nicht das neue Biom, sondern das war nur die Insel, auf die wir gehen, wie wir ihn holen. Während des Vergessens begann ich, meiner wohlverdiente Rolle als Sultan von Dreamlight Valley zu übernehmen. Alles, was ich wollte, war natürlich, die Ordnung wiederherzustellen. Heißt also, ich spekuliere darauf, dass es 100 Pro auch noch Jasmin gibt, Abu und Aladdin. Oder Genie. Das bezweifle ich irgendwie. Igitt, du klingst genauso wie die Straßenratte Aladdin und der unfähige Genie. Die kommen 100 pro auch. Sie weigerten sich, mir zu vertrauen, obwohl ich eindeutig der rechtmäßige Herrscher war. Sie warfen mich hinaus und verbannten mich. Aber wie es der Zufall so will, fand ich mich auf der Insel der Ewigkeit wieder. Okay, diese uralten Relikte, die die Zeit kontrollieren, erzähl mir mehr. Es scheint, dass die Insel der Ewigkeit einst die Heimat einer alten Zivilisation war. Sie forschten die Geheimnisse von Zeit und Raum und füllten die Insel mit Schätzen und Wundern. Du wirst zweifellos einige von ihnen auf deinen Reisen über die Insel finden. Die Fähigkeit, Zeit und Raum zu kontrollieren, ich wäre unterhaltsam. Oder es wäre unterhaltsam. Ah, ich wusste, dass du kein Narr bist. Nur, absolute Macht ist gut. Ich bin bereit. Ich werde dir ein Transportmittel schicken.
Wo werde ich dieses Transportmittel finden? Es gibt einen Hafen, der viele Welten versteckt. Dort findest du das uralte Schiff. Besuche den Zauberer Merlin. Nimm das uralte Schiff und reise zur Insel der Ewigkeit. Wenn du die Insel erreicht hast, suche nach einem weiteren mysteriösen Gerät wie diesem. Okay. So, erstmal wieder auf mein Leben klarkommen. So. Ich hoffe, die Musik ist laut genug für euch. Hallo an alle. Es gibt ein ganz tolles, großes DLC, Rift in Time. Wir schauen hier jetzt erstmal alles an. Ich muss erstmal wieder auf mein Leben ein bisschen klarkommen. So. Nachricht. Die öffnen wir jetzt erstmal. Einfordern. Her damit. So, hier haben wir A Rift in Time. Danke, dass Disney Dreamlot Valley A Rift in Time gekauft hast. Stell dir sicher, dass du dein Geschenk unten einforderst und viel Spaß damit. Um Zugriff auf die Insel der Ewigkeit und die Aufgaben der Erweiterung zu erhalten, musst du die folgenden Story-Aufgaben erledigen. Das Traumschloss, Merlins Aufgabe. Den Dingen einen Sinn geben, Dagobert Ducks Aufgabe. Angel-Expedition, Goofys Aufgabe, große Wiedereröffnung, Dagobert Ducks Aufgabe. Geh zum Hauptplatz, sobald alles eingefordert ist und die Story-Aufgaben abgeschlossen sind. Um deine besondere Einladung von Jafar zu erhalten, haben wir bekommen. Triff dich dann mit Merlin und schließe die Aufgabe des Hafens der vielen Welten ab, um deine Reise zu einem besonderen Ort zu machen. Ach ja, ich war so fleißig am Aufgaben machen, Leute. Deswegen ist das alles kein Problem. Das heißt, wir können direkt die Aufgabe machen. Oh, cool, voll neue Klamotten. Süß. Oh, also in dem Spiel kriegt man so viel geschenkt. Es gibt so viele Updates. Guck mal, das sieht voll geil aus. Wir kommen auf der Insel der Ewigkeit. Kann ich eigentlich direkt mal anziehen, mein Outfit, ne? Lass mich mal kurz klupschen. Hier sind schon so viele Leute, die einfach rumlaufen. It's horrible. Okay. Hier. Anweisungen von NPCs in verschiedenen Dörfern. Ah, ich kann jetzt Anweisungen geben. Charaktere können zwischen Dörfern hin und her gehen. Öffne die Karte, den Charakter, indem du Y drückst und entscheide, wer in diese aktuelle Dorf kommen kann. Aktiviere oder deaktiviere Charaktere werden angezeigt, wenn du sie... Ach cool, du kannst auch die Charaktere dann ausblenden, damit die einfach nicht hier wahrscheinlich das Spiel crashen, oder? Indem sie alle rumlatschen. Übrigens, Leute, es gibt jetzt auch im neuen DLC die Möglichkeit, dass ihr online spielt mit euren Freunden. Hier, Freundschaft schließen. Genau, nicht hier, aber es gibt die Möglichkeit, das werde ich euch ein andermal zeigen. Aber ihr, oh nice, kann man jetzt ohne vorne Elsa, was ist das? Kann ich das jetzt kaufen? Ist das eine Statue? Ihr könnt, wie gesagt, mit euren Freunden spielen. Das ist richtig geil. Und da ist der liebe Schlo, wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Alles gut bei dir? Schlo, wir müssen mal zusammen Horror zocken. Was ist los? Oder Lethal Company hätte ich voll Bock. Genau, also zu Disney Dreamlight Valley. 3 neue Biome. Die würde ich mir nämlich jetzt gerne mal anschauen. Hier ist nochmal die Karte. So. Die sieht man jetzt noch nicht. Die muss ich freischalten. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zu Valley. Und hier seht ihr die Biome. Wir haben hier einmal sonnige Ebene, vergessenes Land, Lichtung des Vertrauens. Und es gibt noch 3 weitere. Und zwar in Ensigned Landing, die glitzernden Dünen und das wilde Geflecht. 3 Dorfbewohner, Gaston, Rapunzel, Eve, königliches Werkzeug, die Sanduhr, neue Schätze, neue Geschichten. Also richtig, richtig viel. Morgen Abend, wenn du Bock hast, Schlo. Es gibt ein neues Ghostwatchers Update und ich hätte Bock auf Lethal Company. Das ist richtig geil, das Game. Just let me know. Hit me up before you go, go. So, wo ist jetzt der Merlin? Da oben. Die Biome sind auf Insel, auf der Insel. Ach, nice. Hast du schon gespielt, Pia? Oha, sind das viele Charaktere. Ja. Wir haben jetzt echt schon richtig viel, vor allem so viele neue Aufgaben. Das muss man halt echt im Game lassen. Es gibt so viele Updates immer und immer wieder. Ein Kaffee am Morgen betreibt Kummer und Sorgen. Definitiv. Jetzt komm schon. Uns erwartet viel Arbeit. So, schau dort auf Mickys Dach. Es sind nicht nur die Risse im Himmel. Die dunkle Magie trifft durch das Gewebe der Realität. So. Okay, ich schreibe dir, Schlo. Zum Glück ist das Phänomen ziemlich... Ich habe eh neue Updates auch für dich. Ich informiere dich nachher mal über alles. Zum Glück ist das Phänomen ziemlich begrenzt. Nur bestimmte Orte scheinen betroffen zu sein. Okay, vielleicht waren diese Orte für das Vergessen wichtig. Wer von euch hat denn eigentlich schon das neue Rift in Time gespielt? Ja, obwohl ich annehme, dass es nicht die Orte selbst sind, sondern etwas in ihnen. Danke, sehr freundlich von dir. Du kommst zum richtigen Zeitpunkt. Es gibt einen versteckten Ort im Dreamlight Valley, von dem aus du in die entlegensten Winkel dieser Welt reisen kannst.
Wohin könnte ich reisen? Ich bin sicher, dass du mit der Zeit unzählige Orte kennenlernen wirst, die du erkunden kannst. Ach, voll viele schon. Kann ich euch mal fragen, wie ihr auf Disney Dreamlight Valley aufmerksam wurdet? Was wir suchen, ist im Traumschloss. Triff mich dort. Okay. Ich möchte mich mal gern umziehen. Ich habe doch jetzt neue fesche Kleidung. Alles. Durch mich. Oh, echt, jetzt habe ich euch alle. Ernsthaft? Ich habe das Spiel nämlich damals gespielt, bevor es überhaupt draußen war, ne? Glaube ich. Kann das sein? Glaube schon. Süß. Cute. So. Ich möchte. Du hast uns alle süchtig gemacht. Ich muss euch auch ehrlich sagen, es tut mir überhaupt nicht leid, weil es einfach ein geiles Game ist. Ich muss es ja selber sagen. Also, es hat mir so. Man kommt immer wieder gerne rein in die Hood und suchtet einfach. Das muss ich einfach ehrlich sagen. Lustig, was habe ich denn da alles für Sachen jetzt auf einmal? Boah, das ist aber auch ein Outfit. Das sieht mega cool aus. Das ist ja nice. Und was habe ich hier noch so für Accessoires? Gibt es hier nicht noch eventuell was für meinen Kopf? Ja, die Hörner sieht nice aus. Das fühle ich sehr. Das ist geil. Ich habe euch süchtig gemacht. Beides auch voll süß. Ich nehme die. Oh, süß. Guck mal, wie süß ich aussehe. Die Dorfbewohner brauchen dich, ja. Schließe die Aufgabe des Hafen dieser Welt ab. Genau, wir gehen jetzt mal ins Schloss. Mann, sieht das cute aus. Look, I'm cute. So. Es ist auch ein schönes Spiel. Ich muss es einfach sagen. Es ist einfach ein schönes Spiel. Vor allem auch, dass es ja mit der echten Tageszeit übereinstimmt. Also, wenn es bei euch dunkel ist, ist es im Game auch dunkel. Das ist mega cute gemacht. Guck mal, wie er da rumrennt. Der Gangster. Es soll wohl bald auch Maleficent-Flügel in dem Premium-Shop geben. Oh, Pia, du bist ja voll into it. Süß. Oh. Wir müssen es echt mal zusammen. In der nächsten Folge spielen wir es mal zusammen live. Ich kann ja auch eure Inseln anschauen, gell? Ich glaube, da machen wir mal eine Inseltour. Wo ist denn der jetzt hingelaufen? Kann es sein, dass ich jetzt Streamlight brauche? Ich habe doch letztes Mal nur so kurz auf Pump. Hä, wo ist denn der hingedüst? Ich mache jetzt die Quest, dass wir auf die anderen Insel können, aber wo ist denn der hin? Der ist doch hier hoch. Ah, da ist er. Da. Du bist hier. Schön. Jenseits dieses Tores wirst du Orte entdecken, die alles verändern, was du über das Streamlight Valley weißt. Oh, wo habe ich den Schlüssel hingelegt? Vielleicht in einer deiner Bibliotheken? Ich hoffe nicht. Es gibt mehr als 72 Möglichkeiten, einen Schlüssel zu katalogisieren. Es könnte Wochen dauern, ihn zu finden. Ah, ich hab ihn. Er war in einer winzigen Tasche in der Nähe meines Ellenbogens eingenäht. Ich hoffe, es ist der richtige. Nice. Oh. Heureka, es hat geklappt. Also, worauf wartest du noch? Tritt durch das Tor und finde heraus, was auf der anderen Seite ist. Ich würde es nicht wagen, die Überraschung zu verderben. Übrigens nochmal auch ganz dickes Dankeschön an Disney Dreamlight Valley, dass ihr das hier organisiert habt mit den Keys. Vielen, vielen, vielen Dank. Boah, das wird noch richtig riesig. Jetzt bin ich gespannt. Hast du schon die Vergessensaufgabe gemacht mit dem Schloss? Noch nicht. Da fehlt mir nur noch ein Step. Ich wollte die Hauptstory mit euch dann nochmal machen, extra hochladen. Du bist hier. Willkommen am Kristalltor. Von hier aus kannst du die entlegensten Winkeln dieser Welt erforschen. Es gibt unzählige Orte im Dreamlight Valley, die du noch nicht besucht hast. Ich muss sagen, ich freue mich auf die abenteuernden Entdeckungen, die da draußen auf mich warten. Ist es hier sicher? Kann ich immer wieder hierher zurückkommen? Natürlich, im Handumdrehen. Und die Dorfbewohner können dich überall besuchen, wo du hingehst. Deswegen kann ich wahrscheinlich, wie es vorhin gesagt worden ist, die Dorfbewohner jetzt in verschiedene Ebenen unterteilen. Das heißt, dass Aladdin und Jasmin und Jafar, weiß nicht, ob die kommen, ich nehme es mal an, ne? Ich habe keine Spekulation, dass ich sage, ich möchte, dass die zum Beispiel in ihrer Wüste in der Sahara sind. Oder zum Beispiel, dass die Elsa sich zum Beispiel im Eis, in der Eiswelt befindet. Ich glaube, dass man deswegen die ein- und ausblenden kann und am Ende unterteilen kann, wie man will. Und was ich mega toll finde, ist, ihr könnt ja
eure komplette Insel, alles in einem Baumodus komplett umbauen. Ganz schnell und einfach. Das finde ich sehr, sehr nice. Ich würde es auch gerne spielen, aber meine Familie ging mit den Weihnachtsgeschenken erstmal vor. Oh, du Süßi! Vielleicht findest du einen Keen im Spiel. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ganz genau, das ist die richtige Einstellung. Wenn du woanders hingehen willst, nimm einfach eines der Transportmittel, die hier auf dich wartet. Ich wage zu behaupten, dass sich das Kristalltor mit unzähligen Schiffen, Fluggeräten und Streitwagen füllen wird, wenn du weitere Orte außerhalb des Streamlight Valley entdeckst. Die Möglichkeiten sind endlos. Expeditionen warten auf dich. Geil, lass mich... Ich hätte es selbst nicht besser hin. Hier muss ich hin, oder? Oh, Eve! Eve, ist es hier Eve? Eve! So, okay, wo kann ich jetzt hin, Bro? Wahrscheinlich schon dahin, ne? Wo das Schiff ist. Da muss ich hin. Oh mein Gott, ich bin so nervös. Look at my beautiful ears. Ich will auch solche Ohren haben. Kann man das organisieren? Das DSC ist so toll. Das DSC ist so toll, hatte meine Valley schon voll dekoriert. Und jetzt ist wieder Platz. Das ist schon cool, oder? Die machen schon echt viel. Da kommt schon immer wieder rechtzeitig richtig viel und genug dazu. Das muss ich denen schon echt lassen. Guck mal da, wie geil. Ist das geil. Ah! Fangirl-Moment! I love it! Geil. Da kriege ich mein Grinsen nicht mehr weg. Die haben sich echt was einfallen lassen. Es ist einfach eine geile, heile Welt, ganz ehrlich. Da dippe ich immer wieder gerne rein in diese heile Welt. Das muss ich einfach ehrlich sagen. Endlich bist du da. Willkommen auf der Insel der Ewigkeit. Du befindest dich im Land der Uralten. Lass dich von der Kulisse nicht täuschen. Hier gibt es unzählige Schätze zu finden, aber es lauern auch viele Gefahren. Es ist so erstaunlich. Ja, es ist ein Wunder, nicht wahr? Aber im Moment ist das unwichtig. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Deine erste Aufgabe ist es, das uralte Tor zu finden, das tiefer ins Innere der Insel führt. Es ist die nahegelegene Treppe hinauf. Du hast sicher bemerkt, dass der Weg durch die seltsame Formation versperrt ist, die auf dem Boden ragen. Sie sind wunderschön. Ich habe sie Splitter des Schicksals genannt. Sie sind Wunden im Gewebe der Zeit. Aber sie sollten deiner Dreamlight-Magie nichts entgegensetzen können. Richte deine Aufmerksamkeit einfach auf sie und sie werden heilen. Genauso wie wie ich die Nachtdornen in Dreamlight Valley entfernt habe, verstanden. Wenn du dir nicht sicher bist, was du als nächstes tun kannst, kannst du mich an diesem Gerät kontaktieren. Neben dem uralten Tor gibt es noch eins. Mach den Weg frei und sprich dort mit mir. Okay, geil. Kann ich das jetzt alles wegmachen? Squeeze! Oh yeah. Geil, erstmal cleanen hier, Leute. Geht! Ist das schön. Wie cool. Ich muss erstmal auf mein Leben klarkommen. Dann gibt's hier doch auch bestimmt neue Fischis, oder? Ja, Genshin Impact spiele ich demnächst. Und wahrscheinlich sogar mit der lieben Lara. Ich möchte jetzt auch wieder mehr Cozy-Zeiten einrichten. Cozy-Dienstag und Cozy-Donnerstag. Und wir fangen jetzt dann auch nächste Woche mit Papo Baldur's Gate an. Es wird ein riesen Mammutprojekt. Genau. Da kommt einiges. Oh, da hinten noch. Shit. Yes. Ja, ich würde so gerne so viel mehr spielen, Leute. Es ist halt immer nur schwer für mich. Ich habe 3 YouTube-Kanäle und es kommen halt 13 Videos die Woche insgesamt. Da bin ich manchmal echt schon am Limit. Dadurch, dass ich ja für viel Abwechslung sorgen möchte, kann ich halt selber oft immer wenig spielen und kann mich auch so wenig reinfuchsen. Ich würde zum Beispiel mal echt gerne so richtig Genshin grinden, aber ich kann es nicht, weil ich die Zeit nicht habe. Deswegen, also Genshin ist ein Game, das würde ich so massivst einfach nur suchten. Und auch Dreamlight Valley kann ich halt suchten, weil ich es auf der Switch ab und zu spiele. Aber ich möchte halt auch nicht ohne euch weiterspielen, sonst passt ja die Story wieder nicht. Das macht es manchmal sehr schwer. Was ist das? Dein Inventar ist voll. Na, das ist gar nicht gut. Eigentlich sollte ich, ich esse jetzt einfach alles auf, was in meinem Inventar ist. So, was ist das hier? Oh, ein Teppich. Ein heimeliger Teppich. Legen? Nee, das sind alles Aufgaben und Quests. Ich hätte meine Taschen leeren sollen, bevor ich hergekommen bin, um zu geiern. Aber egal, ich nehme das jetzt trotzdem mal mit. Aufheben. So, ein Königreich für ein Schild. Uff, das ist viel. Ja, also ich...
Es hat letztens auch jemand auf meinem Drittkanal, unter meinen Drittkanal-Videos, so ein bisschen vorwurfsvoll, was ich echt nervig fand, geschrieben. Ja, wo sind denn die ganzen Videos, wenn du in deinen Storys sagst, du recherchierst? Wo ich mir denke, ja, wo sind die wohl? Auf dem Skript, an dem ich sehr lange arbeite und dank der lieben Nele Unterstützung habe, aber ich kann mir halt auch nichts aus dem Arsch ziehen. Also ich glaube, die Leute, manche, nicht alle, aber manche Leute verstehen nicht, wie mein Alltag aussieht. So, das fand ich irgendwie ein bisschen daneben. Ich weiß auch nicht. Ich sollte es mir nicht so zu Herzen nehmen. Ich mache mir nur selber Druck. I know, Leute. Ah, ich bin schon fleißig am Vorproduzieren. I know. So, what is this? Noch mehr Grinden und Handen. Oh, ein Puzzlestück. Die Sanduhr scheint mit der Zeit herumzuspielen. Als ich sie benutzte, habe ich etwas Seltsames gesehen. Das ist ein Hinweis auf ein neues königliches Werkzeug, denn wir spielen A Rift in Time, ein neues DLC von Disney Dreamlight Valley, Akt 1. Es gibt 3 Akte. Die nächsten Akte kommen dann im Jahre 2024. Und ich bin hochentzückt, genauso wie ihr, muss ich sagen, von diesem Game. Und ich liebe es einfach nur. Boah, hab ich viel Stöcke. Was ist denn hier los? Pack das mal hier rüber. Hab nämlich zu viel Stuff und hätte gern die Erdbeeren und das hätte ich gern. Und das hätte ich auch gern. Plastikschrott. Aha. So viele Möglichkeiten. Ich glaube, ich fliege nochmal zurück und pack ganz viel meine Kiste, Leute. Denn ich möchte einfach maximal looten und das kann ich so nicht. Ich kann das so nicht! Nicht nur wissen die nicht, wie dein Alltag aussieht, sondern da ändert sich gefühlt auch jede Stunde alles wieder. Oh ja, das stimmt. Also wie viel da dazwischen kommt, das ist schon echt faszinierend. Also heute zum Beispiel wollte ich eigentlich schon, ich wollte eigentlich schon um 11 streamen. Ich habe aber noch was machen müssen auf dem Amt. Und das hat dann tatsächlich nochmal 3 Stunden gedauert, mehr als gedacht. Und dann verschiebt sich mein ganzer Zeitplan nach hinten. Und das ist dann schon für mein Team auch nicht so easy, ne? Also wir sind gerade sehr viel im Rumwursteln. Aber das kriegen wir schon hin. Das Final Fantasy Spiel, das du gestern Abend gespielt hattest, das Fantasy Spiel, das ich gestern Abend gespielt habe, ich hab Alzheimer. Jusant oder Jusant. J-U-S-A-N-T. Oder du meinst Avatar. Ich weiß gerade nicht genau, was du meinst. Jusant oder Avatar? Beides auf meinem verspieltes Flugkanal. Unfassbar tolle Games. Bin müde. Ah ne, ich lade gerade nur auf. Avatar, I guess. Glaubt ihr? Aber Avatar war schon geil, oder? Es gibt so viele geile Games. Ich bin so happy. And I'm happy and you know it. Clap your hands. Schon eh alles voll hier, ne? Meine ganzen Kisten. Da sieht man, ich habe ein Problem mit Loslassen. Würde mir jeder Psychologe jetzt sagen. Sie haben ein Problem mit Loslassen. Ihre Kisten sind voll. Nein, ich kann nicht. Ich bin so richtiger... Ah, ich bin ein geordneter Messi. Schaut. Ah, hier kann auch eine Menge rein. Stopf, 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 stopf. Das hier? Behalten wir das mal. Für eine Aufgabe von ihm, okay. Nehmen wir das mal lieber mit, ich weiß ja nicht. Bin geordnet, sagt die und tut dann alles in eine Kiste. Eigentlich hatte ich Ordnung. Ich hatte Ordnung, wirklich. I swear, aber das hat sich jetzt komplett verändert. Ich habe keine Ordnung mehr. Oh, da kann ja auch noch voll viel rein. Ich habe keine Ordnung mehr. It's official. I don't have Ordnung. Aber es ist okay, keine Ordnung zu haben. Außer ihr findet wieder alles in eurem Trash. So, jetzt kann ich looten. Geil. Yeet. Gibt der Messi Loot keiner. So, let's go. Da gibt es bestimmt aber auch noch irgendwann die Möglichkeit, noch schneller zu reisen. Aber ihr seht schon, das wird ein Riesengame, weil sie haben jetzt die Möglichkeit gefunden, wie man noch in verschiedene Bereiche reisen kann. Und hier gibt es ja mindestens 4 Stück. Ich gucke gleich mal, wie viel es da gibt. Genau, Jusant oder Jusant, die Ebbe. So ein schönes Spiel aber auch. Mai war das schön.
So, hier haben wir eins, also zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also insgesamt hier mit der kommen noch fünf neue Ebenen. Und eine ist ja die Endside Landing, die glitzernde Dünen und das wilde Geflecht. Das heißt, da kommt noch eine Menge. Eigentlich sollten wir auch mal gleich fischen, um zu gucken, was es noch so Neues gibt. Ach ja, herrlich. Einfach hier diese ganzen Sachen einsammeln. Das heißt, ich kann hier auch quasi Goofy's Island bauen. Ich kann mir also hier wirklich eine neue Island bauen. Das ist schon nice. Ich muss mal mit dir sprechen. Geil. Hallo. Hallo, guten Tag. Das heißt, ich baue hier einfach Disney Dreamland Valley 2 auf. Wiederaufbauen des Tals, die eisigen Höhen. Beginne die Aufgabe. Ach, Knutron, diese eisigen Höhen haben noch nie viele Besucher angelockt. Sie sind einfach zu kalt. Wenn du diesen abweisenden, frostigen Ort allerdings ein wenig wärmer und einladender gestalten könntest, ich mache ihn zu einem perfekten Ort, um einen Schneemann zu bauen. Ja, niemand kann eine Immobilie so umkrempeln wie du. Auf Wiedersehen und bis bald. Hier habe ich hier irgendwie die Möglichkeit, das hier aufzubauen für dich. Neue Unternehmen und Abenteuer. Hier, möchtest du dies weitergeben? Geben. Hier, bitteschön. Aha. Was ist das? Du bringst mir jetzt Müll mit, Knutruhn? Du wirst es nicht glauben. Ich habe auf der Insel der Ewigkeit noch einen deiner Läden gefunden. Er hatte dieses Schild. Das könnte eine großartige Gelegenheit sein. Schön zu hören, dass du an neue Unternehmung denkst. Aber das hier ist nicht gerade neu. Ich fürchte, selbst die besten Geschäftspläne sind nicht immer ein voller Erfolg. Dieser Laden war einer meiner wenigen Misserfolge. Wieso? Bei der Öffnung eines Geschäfts gibt es eine Menge zu beachten. Das richtige Timing ist eines der wichtigsten. Ich habe den Laden zu früh geöffnet und zu spät. Nicht lange nach der Entdeckung der Insel der Ewigkeit, als die ersten Dorfbewohner sich dort niederließen, waren die Leute mehr daran interessiert, die Landschaft zu bestaunen oder es einzukaufen. Dann begann das Vergessen. Also beschloss ich, meine Verluste zu minimieren, aber vielleicht... Lass uns einen Blick auf den Laden auf der Insel der Ewigkeit werfen, dann entscheide ich dort, was gemacht wird. Das heißt also quasi, ihr könnt hier noch alles neu aufbauen. Da gibt es sogar Häuser. Ihr könnt also quasi auch den Leuten... Ach, ist es für mich? Ist es mein Haus? Ah, dann kann ich ja komplett sagen, ich ziehe um und sag, leck mir all am Arsch. Oh mein Gott, Leute, ich bin jetzt süchtig. Ich werde heute die Woche gar nichts anderes mehr machen, außer das Spielen. Lasst mich bitte in Ruhe. Ihr könnt jetzt abschalten. Hui. Hui. Ich habe Genshin immer mit der Community gespielt. Ich finde es nur schade, dass man Genshin nicht die Story mit der Community spielen kann, weil das würde ich gerne machen. Das wäre geil. So. Yay. Yeet. So, was ist das hier? Ich will das lesen. Ich bin wirklich süchtig. Ah, das ist auch ein schönes Spiel. Eve und ich haben dieses seltsame Santo entdeckt. Der Sand darin schimmert. Oh, Eve hat es gefunden. Guck mal, ist das mein neues Haus? Betreten. Das ist mein Haus! Ach, wie cool! Ich kann hier jederzeit nach Hause gehen. Nice. Manche Quests kann man spielen, aber halt nicht die Hauptquest. Ja, und das finde ich schade. Ach, witzig. Das ist hier meine Hut. Nice. Okay, dann reden wir mal mit dem Kollege. Ah, da bist du ja. Gut. Wie du sehen kannst, ist das uralte Tor geschlossen. Früher gab es hier eine Sphäre, die das Tor mit Energie versorgte und es öffnen konnte. Sie sah genauso aus wie die anderen blauen Kugeln um das Tor herum. Aber leider ist sie zerbrochen und die Stücke sind in alle Welt verstreut. Und das alles dank dieser fliegenden, zwitschernden Metallplage. Metallplage? Das ist eine Geschichte für ein andermal. Die Teile der uralten Sphäre müssen sich in der Nähe befinden. Beschaue das Land der Uralten nach den Teilen. Hier findest du eine Werkbank, an der du sie reparieren kannst. Platziere dann die uralte Sphäre im Tor und es gilt, sie zu öffnen. Wenn ich schon mal auf der Suche bin, sollte ich mich hier umsehen und anfangen, es mir gemütlich zu machen. Es sieht so aus, als hätte Herr Duck einmal versucht, hier einen Laden zu eröffnen. Und ist das einer von Goofys Ständen? Ich muss mir das alles mal genauer ansehen. Sieht so aus, als würde schon andere Dorfbewohner zu Besuch kommen wollen. Okay, nice. Spiel mit den Münzen. Bin mal im Lurk. Im Lurk? Mein Sim-Spiel packt gerade einfach. Dann hol dir Dreamland Valley. Oh, neue Blumen. Hey, mein Ding steckt fest, ne? Das ist mein Viech. Oh, oh. Mein Viech steckt fest. Hey, Kollege. Bist du irgendwie gerade? Komm doch mit. Dann halt nicht. Ich glaube, weil ich es ausgeschaltet habe, ne?
Finde die uralten Kugel, während du das Land der uralten Kugel... Okay, wir erkunden jetzt einfach mal. Kann ich eigentlich damit machen? Kann ich das graben oder pickaxen oder... Gut, dann gucken wir mal. Da geht's ja noch ewig weiter. Mit dem Schild kann ich ja übrigens nichts machen. Ich kann es aber, glaube ich, Goofy geben. Das mache ich jetzt mal. Was ist denn der? Der stand doch hier. Der ist da hinten wahrscheinlich, in seinem Haus. Ist das süß. Oh, die kann ich doch kaputt hacken, ne? Nee, kann ich nicht. Why? Kann die nicht kaputt hacken? Okay. Dann müssen die also hier sein, die Teile. Mit der Sanduhr kannst du später diese braunen Wirbel entfernen. Ach, nice. Geil. So, kann ich den hier zerstören? Ja, das kann ich. Oh. Hast du mal kurz Zeit? Nein, lass mich hier noch. Das sieht doch verdächtig aus. So. Das heißt, sie sind. Wo ist denn Mickey? Da hinten. Da hinten. Genau, Leute. Gnu-Shop ist bald am Stissel. Der Gnu-Shop. Wo war denn Mickey? Ich hab den doch gehört. Da komme ich wahrscheinlich nicht hin. Das heißt, sie sind versteckt, ne? Diese Kugelsplitter. So, Augen auf. Wo sind die? Habe ich vielleicht schon beide Teile? Ich löbe Nick. Ah, hier kann ich mit dem Brunnen wahrscheinlich ganz schnell zurückreisen, oder? Das wäre ja mega nice. Hey, ich habe die Insel der Ewigkeit erkundet und etwas gefunden, das dir bestimmt gefallen wird. Ein Haufen kleiner Statuen. Es sind Teile eines Brettspiels, das wir alle im Tal gespielt haben. Oh, wie lustig. Es ist ein Riesenspaß. Das Spiel heißt Münzenjagd. Es war eines unserer Lieblingsbeschäftigungen, die wir mit Freunden gemacht haben. Was brauche ich zum Spielen? Nun, ich habe hier 5 Spielfiguren für dich. Und ich bin nicht dabei. Jetzt können wir spielen. Also beim Spiel Münzjagd geht es darum, Figuren auf das Spielbrett zu bewegen. Je mehr Spiele du gewinnst, desto mehr Figuren bekommst du. Alle Figuren bewegen sich auf unterschiedliche Art. Okay, sag mir Bescheid, wenn du eine Partie probieren willst. Nein, danke. Bis ganz bald. Was ist denn das hier? Ansehen. Oh. Damit kann ich doch reisen, oder? Karte? Ah, okay, aber nur hier auf der Insel. Okay, ich dachte, ich kann auch an die anderen gehen. Das wäre dann wahrscheinlich zu viel. Die ganzen neuen Blumen. Weiß jemand, wo ich noch den anderen Splitter der Kugel finde? Ich habe jetzt nur eine Hälfte gefunden. Muss der irgendwo begraben sein wahrscheinlich. Oder habe ich schon alle gefunden? Repariere du... Ah ja, ich habe sie schon gefunden. So, ich hoffe, ich habe alles zum Reparieren. Herstellen, let's go. Whoop. So. Ich habe schon beide. Oh, du bist es. Lege die in ein Gefäß. Ah, hier, ne? Yes. Einfach mal Englisch. Yes. Oh. Okay. Ist das nicht ein bisschen gruselig, hier einfach allein reinzugehen? Oh, Chess Remy. Geil. Boah, das wird halt, das Geile wird, es wird alles hier geben. Ne? Ich dachte nämlich immer so, okay, wir haben nur unser Dreamlight Valley. Aber jetzt gibt es ja wirklich alles. Heißt, mit dieser Möglichkeit, dass du woanders hinreisen kannst, hast du halt wirklich komplett deine Welt rund um alles, was Disney so angeht, dann am Ende zu finden. Das ist schon sehr cool. I love it.
mag auch die Grafik einfach. Und du kannst auch jederzeit dein Aussehen komplett ändern. Ist auch mega nice. Schön. Mhm. Oh, stimmt. Aschenputtel fehlt ja auch noch, ne? So viele Möglichkeiten. Kann ich das schon freikaufen? Hallo? So, wenn du diesen Brunnen reparierst, kannst du von überall im Tal schnell hin und her reisen. Ja, let's go. Die Kohle habe ich. Wuhu! Geil. Ach, auch die ganze Musik und alles. Das ist einfach toll. So, was geht hier? Hier. Ich kann auch die ganzen Quests machen. Ey, Leute, da könnt ihr euch einfach wieder tot arbeiten hier, ne? So viel zu tun. Aber es ist cool. Das ist richtig, richtig cool. Finally Aufgaben. Hm? Bin etwas spät dran. Was spielen wir? Disney Dreamlight Valley, A Rift in Time. Die Sanduhr ist zu mächtig. Sie darf nicht in die falschen Hände geraten. Ich glaube, wir kriegen jetzt bald diese Sanduhr. Ein ganz, ganz tolles Game. Da gibt es jetzt ein neues Season DLC. Akt 1 spielen wir jetzt. Akt 2 und 3 kommen im Jahr 2024. Und mit Akt 1 gibt es jetzt 3 neue Biome, 3 neue Dorfbewohner, Gaston, Rapunzel und Eve. Ein neues königliches Werkzeug, die Sanduhr. Auf die freue ich mich. Das sind übrigens diese Werkzeuge hier, die wir haben. Und dann einmal neue Schätze und neue Geschichten und große Ereignisse zu entdecken. Ganz toll also. Ganz viel für euch. Einfach ein absolutes heile Weltspiel. Bling. Cool. Ich möchte jetzt künftig auch gucken, dass ich diese Cozy Games wie jetzt dann eher künftig schon so, keine Ahnung, vielleicht so ab 12 dann starte. Wirklich so ab Mittag, Nachmittag, früh. Frühen Nachmittag. Und dann gegen abends dann immer Horror. Oder halt sonstige coole Games, die es so gibt. Jetzt kann ich noch nicht wegmachen. Dann gehen wir wahrscheinlich mal hier lang. Kann ich da lang? Nee, ich brauche wieder eine Kugel. Was ist denn das hier? Ach, hallo? Der Remy. Hey, du was bist ist denn es? Das hier? Entschuldige, ich kann jetzt nicht. Hoffentlich sehen wir uns. Cool, dass die auch wieder alle hier sind. Na, wer sonst denn? So, sprich mit Jafar. Ja, okay, mache ich. Wo ist denn das Hologramm da hinten? Lelelelelelelelele. Siehst du es jetzt? Was vor dir liegt, war einst nicht als, als eine karge Wüste. Aber mit den magischen Artefakten der Insel der Ewigkeit wurde die Hälfte davon auf ein Kommando in einen üppigen Dschungel verwandelt. Doch nun wird sie durch einen Riss in der Zeit in der Mitte gespalten, der alles zerstören zu droht. Das werde ich nicht zulassen. Der entschlossene Ton in deiner Stimme. Ich habe gut gewählt, als ich dich um Hilfe bat. Du brauchst Entschlossenheit, wenn du die Hoffnung hast, mich zu erreichen. Der Riss in der Mitte der Insel hat mich im Palast am anderen Ende gefangen gehalten. Wie soll ich zu dir kommen, wenn diese kaputte Brücke den Weg versperrt? Du musst ein uraltes Relikt beschaffen, das als herrschaftliche Sanduhr bekannt ist. Sie steht unter dem Schutz dieser fliegenden Metallplage. Du musst einen Weg finden, es von ihr zu bekommen. Diese Metallplage. Wo kann ich sie finden? Sie ist hier, irgendwo, im Land des Uralten. Suche nach ihr. Vielleicht vertraut sie dir und übergibt dir die Sanduhr einfach. Ich weiß, was der Eve meint, ne? Geil, es kann sein, dass du deine Spitzhacke benutzen musst, um die Kupferfelsen zu entfernen, die den Weg versperren. Oh, Knutruhen, wenn du den Metallschädling findest, sei vorsichtig, sie hat die unangenehme Angewohnheit, Dinge in Stücke zu reißen. Hat es die Eve? Liebt die Eve es, Dinge in Stücke zu reißen? Ich mache aber erstmal hier unten die Dinger weg. Gibt es hier noch irgendwo was zum Wegbauen hier? Zum Wegjieten? Die ja sicherlich noch nicht, dafür brauche ich ja die Zeituhr. Ich habe wirklich Glück. Meine Nachbarn sind... Schnauze! Bang, bang, into your room! Geil. Bin gespannt, ob sie Asha irgendwann mit einbringen aus dem Disney-Film Wish. Oh, das wäre cool. Also ich glaube tatsächlich fast, dass sie eigentlich alles, woran wir jetzt denken, mit einbauen werden irgendwann. So ein paar Sachen teasen sie ja auch schon. Und dadurch, dass die Welt jetzt so groß werden kann, definitiv. Und die Musik. Die Musik. Ich lieb's einfach. Oh, es ist schön. Eve sprengt doch, oder nicht?
Sprengt die. Ui. Geil, ja, auch neue Materialien, Leute. Also ich bin heute Abend mal nicht am Skript schreiben. Ich bin definitiv am Suchten. So, jetzt kann ich das kaputt machen. Ihr Arm, sie schießt damit. Aber da freut sich doch bestimmt Wally dann. Bang, bang, into you. Oh Gott, das macht einfach so Bock. Yay. Da ist sie doch. Okay. Sieht aber arm aus. Evil. Dieses Week ist mega. Hab heute Tickets für Disney Party in Regensburg gekauft. Süß. Die salzige Meeresluft riecht am Strand. So, ich werde erstmal was essen. I need food. Oh, Erdbeeren. Ja. Hallöchen an alle. So. Eve. Directive. Ey, da. Directive, Directive. Ich komme in friedlicher Absicht. Name? Ich bin Gudrun und du musst Eve sein. Na, Keuch. Ich kenne deinen Freund Wally. Wally. Nein. Ich schwöre, ich will dich nicht austricksen. Ich brauche die Sanduhr wirklich. Geheim. Aber es ist der einzige Weg wie... Nein! Okay, ich mache den Roboter mit der Laserkanone lieber nicht wütend. Ich ziehe mich langsam zurück. Vielleicht weiß Jafar, was ich machen soll. Nein! Weil sie sich einfach sagt, nein. Oh, süß. Oh, ich will es haben. Ich will es haben. Ist ja ultimativ süß. Cute. Ich sterbe, es ist viel zu süß. Give it to me. Oh, was gibt's noch? Was gibt es noch? Oh, es ist schön. Ich würde so gerne noch schwimmen. Schwimmen und tauchen. Das ist ihre Base. Ihre Base. Kann ich da rein? Oh, ich kann in ihr Haus. Oh, süß. Guck mal. Kann ich doch bestimmt... Ach, das ist der Metallschrott, ne? Kann ich den nicht hier mit abbauen? Ne, noch nicht. Ach, süß. Oh. Oh, die Musik ist so schön. I love it. Du streamst immer an Zeiten, wann ich arbeite. Morgen streame ich abends. Ich bin gerade in der Hardcore-Vorproduktion, weswegen es manchmal vielleicht ein bisschen von den Zeiten blöd ist. Aber ich werde jetzt definitiv nächste Woche auch öfter abends streamen. Versprochen. Dafür lade ich euch das ja auch alles hoch, damit ihr kleinen Spaghettis immer lupschen könnt. Oh, hello? Kann man mit dir reden? Nee. Okay, was ist denn das hier eigentlich? Oh. Kleiner süßer Marktplatz, oder wie? Wieder. Süß, was ist denn das hier? Okay. Hier gibt es eine Menge Geheimnisse zu entdecken. Sieht so aus, als wäre ich nie fertig mit den Erforschen. Das werde ich nie fertig mit den Erforschen. Okay. Ich glaube, da kommt schon noch Aladdin hin oder so. Aber wir gehen jetzt mal zu Jafar und fragen den. Oh, was macht der Mini hier? Ey, wie die einfach alles... Ich muss mit dir reden. Wie so ein... Die tun alles wie so ein aggressives Virus auffressen. Ich möchte einfach nur allein sein in Dorfbewohner. Kommen alle mit. Und jetzt? Wo ist die herrschaftliche Sanduhr? Sag mir nicht... Dass dich dieses kleine, ziepernde Gerät abgeschreckt hat. Sie hat kein Apparat. Ihr Name ist Eve. Ah, sie ist kein Apparat. Es ist mir egal, wie sie heißt. Mich interessiert nur, dass sie sich uns in den Weg dass sie uns nicht in den Weg stellt. Ich glaube nicht, dass sie mir die Sanduhr geben wird, wenn ich nicht ihr Vertrauen gewinne. Ich frage mich, warum sie so sehr beschützen will. Ist das nicht offensichtlich? Loyalität. Jemand, dem sie wirklich vertraut, hat sie gebeten, auf sie aufzupassen. Und seither hat sie sie bewacht. Und dieser jemand warst du. Ich? Das ist richtig. Das ist nicht dein erstes Mal auf der Insel der Ewigkeit. Vor langer Zeit habt du und diese Kreatur die Sanduhr gefunden, aber du fürchtest ihre Macht und batest sie, sie zu bewachen, bis du dich entschieden hast, was du mit ihr machen willst. Sie wird die Sanduhr an niemanden außer dir aushändigen. Es muss noch ein Kind gewesen sein. Sie erkennt mich nicht mehr. Wenn es nur einen Weg gäbe, sie davon zu überzeugen, dass ich es bin.
Ihr Zuhause ist hier im Land der Uralten. Ich schlage vor, du durchsuchst es nach etwas, mit dem du sie überzeugen kannst. Geh in das Haus von Eve. Und ja, genau, das ist die beste Möglichkeit, wenn jemand... Ich frage mich, wer Hilfe, die kommen alle auf die Insel. Die sind über... Oh mein Gott, die sind alle hier. Nein, sie haben dieses ganze Dorf hier. Oh Gott. Was tun die alle? Furchtbar. Deswegen kann ich nämlich einstellen, wer wo ist. Okay, was erinnert sie denn an mich? Entfernen. Genau, machen wir erstmal das hier kaputt in fremden Häusern. Das ist sehr gut. Bam. So, entferne den Müllhaus. Hebe das Papier auf dem Boden auf. Ah, hier. Oh, süß. Kehre zu Jaffa. Wir haben das Dorf überrannt. Tipp, wenn deine Energieanzeige voll ist und du dann gekochte Gerichte isst, wird die Anzeige Gold. Solange sie Gold ist, kannst du super schnell über die Maps sliden. Echt jetzt? Das ist ja süß. Sliden? Ich dachte, man kann nur schnell abbauen. Sehr cool. Mal ausprobieren. Wäre Dory und Co. auch möglich? Ja, die Ariel gibt es ja auch. Die hat dann die Möglichkeit zu schwimmen oder sie hat halt manchmal einfach Beine. Unser Weihnachtsessen gesehen, Donald Duck. Oh nein. Hast du... irgendwas Nützliches im Haus dieses kleinen glänzenden Ärgers entdeckt? Fand eine Erinnerung von Eve. Es war süß. Lass dich nicht von Sentimentalitäten ablenken. Diese Erinnerung ist der Schlüssel, um die Sanduhr zu bekommen. Unterschätze niemals die Macht einer guten Verkleidung. Du musst dieses Kostüm finden. Ich bin nicht sicher, wo ich suchen soll. Ich finde den Ort, den du in der Erinnerung gesehen hast. Sobald du es gefunden hast, verkleide dich und geh zurück zum metallenden Ärgernis. Metallernen Ärgernis. Geiler Name. Suche nach dem versteckten Bereich aus der Erinnerung. Mhm, das war doch hier hinten. Donnerwetter. Meine hat leider keine Beine. Spielstand kaputt. Ernsthaft? Oh no. Search for both parts of the robotic costume in the secret area behind the things hier bestimmt. Oh, Popcorn. Oh. Ich glaube, das meinten die, oder? Machen wir mal auf. Yay. Ja, Robot Head. Ziehe ich jetzt an. Quarz. Look at me, I'm so hot. Das ist geil. Ist denn die Map größer geworden, auf der man lebt? Weil sonst wird es doch langsam eng mit den Charakteren. Das ist so toll gelöst, Buko. Also. Genau, ich werde es nochmal erklären. Wir spielen gerade Disney Dreamlight Valley, A Rift in Time, ein neues DLC. Und auch ich habe mich gefragt, boah, jetzt machen die hier nochmal in der Karte noch was, was viel größer ist. Nein, du reist in eine ganz neue Zone. Und ihr seht schon, wie genial das ist, weil ihr jetzt hier die Möglichkeit habt, ein komplett neues Riesenland zu beobachten. Und hier seht ihr quasi dieses ganze Riesenbiom. Damit bin ich mit dem Schiff hingereist und es gibt hier, wo ich her, ich zeige euch das ganz kurz, wo ich hergereist bin, nochmal die Möglichkeit, noch 6 weitere Orte zu bereisen. Und das nächste ist, ihr könnt entscheiden, wo eure Dorfbewohner leben. Also hier zum Beispiel seht ihr, hier ist jetzt das neue Riesenbiom, die komplett neue Karte. Ich lade mir das Game jetzt runter. Hier kommt noch was. Hier kommt noch was, hier kommt noch was, hier kommt noch was, hier kommt noch was. Also ihr werdet nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 5 Riesenkarten mit der Karte haben. Und ihr kennt ja unser Ursprungs-Valley, wie groß das ist. Das heißt, du kannst jetzt auch entscheiden, wegen den Charakteren, okay, ich möchte jetzt, wenn du die Karte siehst, ich möchte, dass jetzt zum Beispiel Simba... soll bitte im Original Dreamlight Valley Dorf sein. Ich möchte aber, dass Aladdin und Jafar hier sind, wo wir jetzt hingehen. Das heißt, ihr könnt auch entscheiden, wo die Charaktere leben sollen.
Das Coole ist, dass du auch hier zum Beispiel jetzt Dagobert neu aufbauen kannst. Du kannst auch hier Goofy Store neu aufbauen. Also ihr habt hier die Möglichkeit, alles neu aufzubauen und immer wieder neue Möglichkeiten zu haben. Das ist so geil. Es ist so geil. Ja, ich kaufe es. Süß. Ich glaube, ich muss es auch mal wieder runterladen. Es ist mega groß geworden. Hey, Gnutrun. Was hast du? Du hast dieses Schild gefunden. Ich habe es im Land der Uralten auf der Insel der Ewigkeit gefunden. Du musst dort einen Strand gegeben haben. Ja, ich glaube, das habe ich. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe es versucht, meine Stände auf die Insel der Ewigkeit zu bringen. Aber gerade als ich angefangen wollte, Sachen zu verkaufen, begann das Vergessen. Vielleicht können wir das, was du damals angefangen hast, zu Ende bringen und sie eröffnen. Tolle Idee. Dann könnt ihr wieder hier nur alles neu aufbauen und so weiter und so fort. Ich finde es ganz arg toll. Echt cool. Und vor allem auch, dass du entscheiden kannst, wer wo lebt. Weil ich dachte mir auch manchmal, boah, mein Dorf ist echt riesig. Und jetzt könnt ihr halt wieder maximal reinsuchten ins Game. Aufgabe. Oh, ich hoffe, das klappt. Denn das Kostüm passt wirklich nicht gut. Ich war doch vorhin eine Synchronsprecherin von Dreamlight Valley. Wen hast du denn gesprochen? Du erinnerst dich langsam an mich, oder? Dieses Jahr hat mich die Game-Industrie richtig auseinandergenommen. Ich will das DLC holen und Avatar. Ja, es kommt dann immer alles auf einmal, ne? Was ist das? Oh, es ist ein Rezept. Digitales Piepsen. Aber du isst doch gar nicht. Warte, es ist ein Rezept für das Gericht, das ich in Erinnerung gesehen habe. Du hast das die ganze Zeit behalten? Du willst, dass ich dir beweise, dass ich wirklich eine alte Freundin bin? Digitales Piepsen. Dieses Gericht hört sich irgendwie lächerlich an. Es klingt wie etwas, das ein kleines Kind für einen Roboter kochen würde. Okay, denke ich, kann alle Zutaten finden und es für dich kochen. Ich sollte versuchen, Goofys Stand für ein paar dieser Zutaten aufzubauen. Yes. Süß. Ich würde so gern plaudern. Schnauze. Untersuche Freund am Haken in deinem Inventar. Na, wie geht's? So, meine Stände sind keine schicken Orte, aber dieser hier ist ein echtes Chaos. Es braucht ein bisschen Arbeit, du hast recht. Ich glaube, wir brauchen etwas Kupfer und Plastikschrott, um ihn zu reparieren. Ich hole sie für dich. Ich glaube, ich habe außerhalb der Wellen einiges am Plastikschrott schwimmen sehen. Ich wette, in den Bergbaufelsen hier gibt es jede Menge Kupfer. Okay, das heißt, ich muss angeln. Let's go. Das wollte ich auch wissen. Der Server war schon immer und... Achso, genau, man kann auch jetzt zusammenspielen, by the way. Just saying, gibt es Multiplayer? Drop ich einfach so nebenbei, ne? So, wo hat's jetzt Plastikschrott? Sag bloß das Goldene. So. Und gekauft. Süß. Ich habe übrigens in dem Video hier, das werde ich nämlich hochladen auf meinem zweiten Kanal. Wow. Werde ich 3 Keys für Steam vom Game, vom Basisspiel verlosen. Das heißt, schaut euch das Video genau an. Es werden definitiv Keys versteckt werden. Und wer es abchecken will, meine Mods posten euch den Link rein. Gerne abchecken. Oder hier den QR-Code einscannen. Wo finde ich denn den Plastikschrott, von dem er gerade geredet hat? Er hat doch gemeint, das wurde hier irgendwo angespült. Den angelst du da, wo keine Kreise sind? Ah. Wie die Algen, ne? Ah, okay. Dankeschön. Ich würde es auf der Switch holen. Mit dem Hintergrund, dass du das Game maximal suchten wirst. Und du 100 Pro... Du kannst halt auf der PlayStation diese iCloud nicht nutzen. Das Geile ist, ich kann zum Beispiel jetzt hier am PC spielen und tu dann auf der Switch meinen Cloud-Speicher quasi einfach laden und kann dann den gleichen Spielstand auf der Switch weiterspielen. Es geht mit der PlayStation, soweit ich weiß, noch nicht. Deswegen würde ich euch das so raten. Dann kannst du nämlich sagen, ich spiele jetzt gerade am PC und jetzt spiele ich auf der Switch. Ich habe die weiße neueste Switch, da stürzt es nicht ab. Wenn es bei euch abstürzt, dann holt es euch lieber für die PlayStation. Wenn ihr eh sagt, ihr spielt nur PlayStation, dann würde ich immer PlayStation bevorzugen. So, Kollege, haben wir genug? Schön, dich zu sehen. So, okay, was brauchst du? Etwas Kupfer und Plastikschrott.
Ich hole sie für dich. Ich glaube, ich habe außerhalb der Wellen. Wette, genau, aber habe ich nicht jetzt schon bis genug? Bald. Ich muss mal kurz seine Aufgabe verfolgen. Ah, er braucht noch viel mehr, okay. Jetzt sind wir im Schlafzimmer. Ja, dann let's go. Dann Jiete. Wally, lass mich. Ich bin gerade... Ist gerade wichtig. Er freut sich halt richtig mit, ne? Geil. Am Sonntag lade ich euch das Video hoch, dann könnt ihr die Keys suchen. Süß, ey. Ich will auch so ein kleines Ding, was mich jedes Mal anfeuert, sobald ich ein Video hochgeladen habe. Das seid ja eigentlich ihr, ne? Sprich doch mit Wally, der ist so süß. Leute, das ist aber kein Cuteness Privilege. Der hat nicht Beauty Privilege, der hat Cuteness Privilege. Oh. Hallo, ich habe eine weitere Erinnerung mit Hilfe dieser mysteriösen Maschine gefunden. Sie zeigt dich und eine Gruppe, die die Sterne beobachten. Hast du die Sterne erforscht? Nein, nicht. Vielleicht eher zum Spaß. Pfeif. Klingt großartig. Möchtest du deinen Club wieder aktivieren? Oh nein. Die Händchen. Die rollt. Merlin war in der Erinnerung. Wir können mit ihm beginnen. Oh Mann, ich sterbe. Wie kann man nur so süß sein? Oh. Der könnte mir alles sagen. Ich könnte sagen, ich bin fremdgegangen. Aber sobald er die Händchen so rollt, sage ich, es ist okay. Ich vermute, alles, was das Licht berührt, ist Teil dieses neuen Ortes. Schnauze! Ich werde langsam müde vom Angeln und vom Belabern. Lass mich mal alle in Ruhe, ey. So. Mann, ich brauche Plastikschrott. Man muss die Riesenkarte auch kaufen. Oder sind die im DLC dabei? Die Riesenkarten? Was meinst du damit? Die sind im DLC dabei. Also die neuen Karten bekommst du, wenn du quasi Rift in Time kaufst. Ist drin. Ey, ich krieg keinen Plastikschrott mehr. Sind einmal drin 3 neue Biome. Also eine komplett neue Karte, wie die Anfangskarte nochmal genauso groß. Neue Dorfbewohner. Neues königliches Werkzeug. Neue Schätze. Weil viele haben gesagt, warum ist denn A Rift in Time kostet fast so viel wie das Basisspiel. Es ist ja im Prinzip ein zweites Basisspiel, was du... Also es ist ja genauso groß fast wie das erste Basisspiel. Und es kommen ja so viele Updates dazu. Das ist eigentlich wie so nochmal... Sagen wir mal, du hast für den ersten Part jetzt 100 Stunden investiert, wirst du für den zweiten, dritten und den ersten, zweiten, dritten Akt definitiv genauso viel Zeit nochmal investieren. Weil da noch so viel dazu kommt. Also das wird nochmal insane Arena. Entschuldigung, ich bräuchte deine Hilfe. Nein! Lass mich in Ruhe. Hau ab. Mach deinen Scheiß selber. Keine Zeit jetzt. Wir sind eh schon Stufe 10 befreundet. Mann, ich brauch... Geht alle weg. So, ich in Ruhe. Entschuldigung, ich muss dich nochmal ausnutzen für meine Zwecke. Nein! Das ist echt ein Fiebertraum, ja. Ich krieg keinen Müll mehr, nur 1000 Frikadellen. Ja. Nein, immer noch nicht genug. Nein. Jeet. Ja, das Video kommt auf jeden Fall online und es werden noch 3-mal Basiskeys für euch hier versteckt im Video. Deswegen guckt genau. Ey, wie so ein Irrer rennt der hier über die Map. Schau mal. Richtig gruselig. Jeet. Oh, süß. Wally, die Händchen. Oh, süß. Geben. Was, zum Jahresende Twitch verlassen du? Was? Danke, Knutruhen. Das ist alles, was ich brauche, um den Stand zu reparieren. Aber bevor ich das tue, brauchen wir eine richtige Zeremonie zum Durchschneiden des Einweihungsbandes. Da du hier die Expertin im Schneiden von Bändern bist, solltest du es direkt tun. Warum
Sollte ich das tun? Schalte Goofys Stand im Laden. Ja, weil ich jetzt zahlen muss. Deswegen. Deswegen. Ich muss es nicht freischalten. Ich muss es bezahlen. sieht so aus, als hättest du mit Goofy schon einiges an Arbeit in den Verkaufsstand gesteckt. Du kannst jetzt alle möglichen neuen Zutaten kaufen, aber vergiss nicht, überall auf der Insel der Ewigkeit Verkaufsstände einzurichten. Die große Neueröffnung. Ah, cool, ich muss auch nichts zahlen. Oh, geil. Ah. Danke für die ganzen Subs. Lese ich dann gleich nach der Aufnahme vor. Ich liebe Stitch total. Den muss ich auch noch holen. Stitch. Fische. So, sprich mit Goofy. Ey, Kollege, was läufst du hier wie so ein... Hallo, Kumpel. Ui, das sieht toll aus. Danke, Gnudrun. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Während du die Materialien für den Wiederaufbau des Standes gesucht hast, habe ich Saatgut und Feldfrüchte zum Verkauf gesammelt. Hier, bitte. Untersuche Freund am Haken in deinem Inventar. Wer ist denn Freund am Haken? Hä? Was ist denn Freund am Haken? Tasche mit Zutaten? Zuckerwatte? Freund am Haken. Ah. Das muss ich jetzt kochen, ne? Ah. I see. Aber hat die eine Küche oder wo mache ich das jetzt am besten? Mal gucken. Wo ist denn hier eine Küche? Nö. Gibt's gar nicht. Genau, die Keys, die ich in diesem Video verlose, sind ganz wichtig. Steam Keys. Also PC. So. Ich brauche noch Sellerie. Roboterfisch. Sellerie, Seeschnecke. Wo finde ich denn eine Seeschnecke? Die muss ich ja höchstwahrscheinlich hier jetzt irgendwo rausziehen, oder? Seeschnecke und Sellerie. Den Sellerie kann ich bestimmt kaufen, oder? Okay. Ey, Kollegen, ich habe hier nicht mal meine Ruhe, ne? Ich lebe jetzt hier schon extra auf dem Dorf in einer einsamen Insel. Und die beobachten mich einfach alle die ganze Zeit. Ah, hier kann ich kochen. Okay, nice. Ich brauche erstmal hier was von Goofy wahrscheinlich. Draußen ist ein Kochstand. Dankeschön. Was gibt's denn hier? Na, wie geht's? Kaufen. Selleriesamen. Ach, Samen. Na gut, okay, ich verstehe schon das Spiel. I know, I know. So. Samenpflanzen, Sellerie. So. Ich hoffe, die brauchen nicht so lang. Die Seeschnecke finde ich doch im Wasser, oder? Dauert 10 Minuten zu wachsen. Okay, überlebe ich. Wie ihr das schon direkt wisst. Draußen ist ein Kochstand, da kannst du kochen. Ganz schön hartnäckig. Oh, Angeln, das wäre was für meine Frau. Süß. Okay, gucken wir mal, ob was Blaue vielleicht was ist. Die auch einfach alle auf die Insel kommen, ne? Das hätte man sie eingeladen. Boah, also Dagobert, ne? Ich hab, nicht Dagobert, sondern... Doch, der dreht hier gerade komplett durch, ne? So. So. Genau, Dagobert Duck. Als ich immer gespielt habe, abends heimlich im Bettchen, dann ist der manchmal ausgerastet und hat einfach alle geweckt. Weil der so laut war... Seeschnecken sind blaue Blasen. Wie ihr euch einfach schon auskennt, wie ihr es alles schon gespielt habt. Das ist ja herzallerliebst. Ja, danke schön. You're right. Nice.
Nice to do. So, gucken wir mal, ob er schon irgendwas will. Einen schönen Tag noch. So. Eine Verschönerung des Gebäudes, ich helfe gerne. Kupfer, Quarz und Perlen, das kann ich dir alles besorgen. Ich bin mir sicher, dass ich Quarz und Kupfer in den Bergbaufelsen gesehen habe. Und ich glaube, ich habe ein paar Perlen in der Erde glänzen sehen. Auf Wiedersehen. Aha, das können wir nämlich jetzt mal parallel noch machen. Während der Sellerie wächst. Seht ihr irgendwo Perlen? Die kleinen Stinker. Donald, immer mit seinen geilen Ausrastern. Ja, das bin ich, wenn ich meine Periode habe. Every day am Ausflipping. Ich muss sagen, ich bin gar nicht aggro, wenn ich meine Periode habe. Ich bin eigentlich eher nur müde und sehr emotional. Aber nicht im Sinne, dass ich ausflippe. Emotional Damage. So. Du musst einfach graben und die Perlen zu... Ach so, einfach nur graben. So, gleich mal eine neue Insel hier trashen. Geil. Direkt mal eine neue Insel kaputt machen. Ah, da ist ja tatsächlich eine. Nice. Gucken wir mal, wie viel ich brauche für den. Oh, Dreamlight, ja. Oh Gott, die Sucht ist sowas von wieder da, Leute. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Okay, Kupfer brauche ich auch einiges, ne? Ich bin nicht mehr derselbe. Ich bin nicht mehr das ängstliche Löwenkind. Das sage ich mir auch jeden Tag im Spiegel. Die Perlen kommen durch normales Graben. Wie ihr einfach alles schon hier gesuchtet habt, ey. Sei unfassbar. So. Yay. Oh, schön. Okay, dann machen wir erstmal den Boden hier kaputt. Sehr gut. Tut mir richtig weh, diese ganzen Kacklöcher, ne? Da gibt es aber voll die gute Möglichkeit, falls ihr ganz viele Löcher buddelt. Ihr könnt nämlich einfach dann in den Baumodus gehen und dann hier bei, also quasi hier, und dann könnt ihr einfach einen Gegenstand drüber packen. Und vergiss nie, deine Fantasie ist ein mächtiger Zauber. Und dann könnt ihr einfach, oh nice, geht's mir richtig gut. Dann könnt ihr einfach ein Haus drüber packen und wenn ihr das Haus wieder wegmacht, sind die Löcher weg. Nur wenn du den Laden auflevelst, dann kann es sein, dass du den Sellerie so kaufen kannst, bis du ihn anpflanzen kannst. Die Sache ist, kann ich denen jetzt schon hochkaufen? Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Nachdem ich jetzt Zeit zum Nachdenken hatte, weiß ich genau, was zu tun ist. Sehr schön. Diese motivierenden Sprüche. Genau das. Okay, dann lass uns den mal hoch verbessern. Sei gegrüßt, Nachbar. Wie viel willst du? 2000. Hey. Die pisse ich, aber dann... Job für dich. 3000. Die genauso. Dein Pump ist im Avatar-Videos eine 10 von 10. Oh, das müsste ich Luis sagen. Das freut ihn bestimmt voll. Dankeschön. Okay, nee, hier gibt's nichts. Wer hat gelogen? Ich warte auf eine Überweisung. Blaubeeren, was kann ich denn da alles jetzt kaufen? Oh, ein kosmischer Feigensamen. Ein Yamsamen, ein Weintraubensamen, ein Rapssamen, ein Selleriesamen und ein Weizensamen. Okay. Gut. Dann müssen wir warten. Zaubertrankgießkanne. Was ist mit einer Zaubertrank? Ach stimmt, Zaubertrankgießkanne. Damit die schneller wachsen, ne? Aber so lange warten wir doch jetzt nicht mehr. Ist doch jetzt gar nicht mehr so lange, ihr Ungeduldsknus. Wow, ich mache jetzt einfach die Insel kaputt, indem ich hier weiter sammle. Diese dummen Perlen brauche ich ja so oder so. Oh Gott, das ist ein bisschen wie das, bisschen wie der Schlamm. Erinnert ihr euch an die Aufgabe von der Kretel? Wo man doch diesen Schlamm gibt. Den Lehm. Ich bin das erste Mal heute im Livestream unterwegs. Hallo. Lehm war das, ne? Da habt ihr auch alle eure Insel geschrottet. Oh ja, geil. So viel Perlen brauche ich gar nicht mehr. Ich brauche einfach nur Kupfer. Piep. Ey, wie schön diese Perlen einfach, ne? Die machen mich ganz narrisch.
Hey, ich hab die Perlen gleich. Cool. Oh, die Musik ist so süß. Ich lieb's. La, 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 la. La, la. So, Quarz. Felsen abbauen. Okay, wo hat's denn hier überhaupt noch was? Ich muss nochmal kurz nach oben gehen. Ich hab wirklich Glück. Hilfst du mir mal kurz? Ah. Lass mich alle in Ruhe, ihr Ausnutzer. Was tut ihr eigentlich für mich? Ja, da geht's ja hoch. Ah, da komme ich jetzt ja hin, ne? Weil da war eine Kiste. Kiste! Lalalala. 200 Leben. Boah, das war 4 Stunden, hatte ich das. Deswegen sage ich, wenn ihr mit Disney Dreamland Valley anfangt, ganz wichtig, hebt erstmal alles auf. Ganz wichtig. Nichts verkaufen, nichts irgendwie wegschmeißen, alles sammeln. Ganz wichtig. Vertrauet den Menschen, die dieses Spiel bereits gespielt haben, Leute. Das ist ganz essentiell. Weil auch zum Beispiel so Kristallsteine, die kommen und gehen. Also manchmal muss man ein bisschen warten, bis die wieder kommen. Das dauert dann immer. Deswegen nichts abbauen, Leute. Ganz, ganz wichtig. Don't do it. Important. Höret auf uns. So. Wer Bock hat auf das Game, gerne den Link im Chat abchecken, den QR-Code einscannen. Es lohnt sich. Oder hier die Glubschis aufmachen, weil wenn das Video auf YouTube ist, werde ich hier 3 Keys zum Basisgame einfügen. Und zwar für PC. Und ansonsten lohnt sich das Spiel auf jeden Fall. Also das war wirklich immer wieder eine Freude, hier zu suchten. So, Quarz und... Ah, da kann ich bestimmt auch die hier abbauen einfach, oder? Und wann kann ich die großen hier abbauen? So, Kupfer. Ich würde gerne die abbauen, aber die sind mir zu groß noch. Würdest du eigentlich deinen Spielstand löschen, um nochmal 0 anzufangen? Ja, aber es gibt halt noch so viel jetzt Neues zu tun, dass ich es nicht tun wollen würde, weil ich jetzt das Neue erstmal alles entdecken muss und möchte. Aber ich habe jetzt nicht das Feeling, alles neu machen zu wollen wie in Animal Crossing, muss ich ehrlich sagen, weil es gibt ja genug zu tun in dem Spiel. Also es gibt eigentlich keinen Grund, irgendwas zu löschen, weil du hast eigentlich genug zu tun. Ey. Alle hier waren ganz wunderbar. Ja. So. Oh, guck, wie glücklich er gerade war, ey. Den Drive. Und das Coole ist, du kannst halt auch jederzeit, und das ist, glaube ich, der Unterschied zu Animal Crossing, in Disney Dreamlight Valley deine Insel komplett umbauen. Ich verstehe, dass in Animal Crossing Leute sagen, sie fangen von neuem an, weil du ja auch keinen Bock hast, eine komplette Insel wieder alles rückgängig zu bauen. Also das fand ich halt bei Animal Crossing irgendwie schade, dass du alles Einzelne wieder zumachen musst, es zubauen musst, es verlegen musst, während ich hier gehe ich einfach in Möbel... Und kann hier einfach reingehen und sagen, ja, okay, komm, wir gucken mal hier so einen Stuhl. Und kann hier komplett gucken, wo ich was umbauen will. Also ich kann hier komplett bauen, wenn ich Bock habe. Alles, wie ich will. Alles. Gibt hier auch voll viel Stuff. Was gibt's hier noch Notwendiges? Da kannst du auch den Filter hier nehmen zum Beispiel. Kannst ja auch Blumen machen. Alles von Cinderella. Also kannst quasi alles umändern, wie du Bock hast. Und das ist halt schon sehr, sehr nice. Kannst auch sagen, okay, ich brauche Zimmerpflanzen, ich brauche Bäume, kannst eigene Bäume hinplatschen. Das kannst alles hier selber, jede Insel individuell gestalten, wie du willst. Und das geht halt viel schneller als in anderen Games. Und das ist halt clever, wenn man halt Cozy Games rausbringt oder so Farming-Spiele und einfach von allen Spielen, die es so gibt, die besten Attributen rausnimmt und ein geiles Game formt. Und das haben sie definitiv gut gemacht. Das muss ich sagen. Und ich habe ja schon, glaube ich, ich habe so viele Folgen auf meinem Zweitkanal gebracht zu dem Spiel, weil es einfach so Spaß macht. So, wir brauchen jetzt nur noch Kupfer, dann haben wir eigentlich alles. Machen meine Samen hier. Oh, ist schon gewachsen, nice. Nice. So, jetzt können wir nämlich das hier braten. Das Coole ist, du machst hier einfach immer mehrere Aufgaben und dann fertig. Und hier zum Beispiel seht ihr jetzt, jetzt habe ich hier so hässliche Löcher gemacht und ihr denkt euch, ich will die weghaben, die sind hässlich. Dann gehen wir einfach mal hin, holen uns einen beispielsweise Teppich, packen den hier drauf.
nehmen den Teppich wieder weg und schon sind die Löcher weg. So. Dann könnt ihr das wieder wegnehmen. Oder lasst den Teppich. Ich will den eigentlich gerne wegnehmen. So. So. Und dann seid ihr die weg. So. So easy geht es. Geiler Lifehack, ne, am Rande. So, wir wollen das hier machen. Ja. Fehlt mir hier noch was? Nö. Ah, Kohle, ne? Ich brauche Kohle. I need a hero. Habe ich keine Kohle mehr? Doch. Ah, Freund am Haken muss ich machen, ne? Hast recht. So, jetzt. Woche für Eve am Freund am Haken. So. Rezepte. Das will ich wählen. Und dann möchte ich automatisches Füllen. So, und dann möchte ich jetzt kochen. Oh. Süß. Süß. Ja, voll viel Belohnungen. Und hier gibt es übrigens auch einen Laden. Da könnt ihr auch ganz viel Stuff euch holen. Wie cool. Die Ursula kann sich auch verwandeln. Oh, ich liebe das Spiel einfach. AC/DC. Aha. Das Avatar-Video schon auf YouTube online, du kleines Stinkiechen. So, geben. Bitteschön. Eve, ich weiß, dass du nichts isst, aber wenn du dieses Gericht mit deinem Scanner untersuchst, beweist es dir vielleicht, dass ich deine alte Freundin bin. Oh, wuh. Na bitte, du bist von deiner Direktive entbunden. Directive? Bebunden. Entbunden. Eve, ich übernehme jetzt die Sanduhr. Ich habe eine Brücke, die ich reparieren muss. Aber jetzt kannst du die Insel erkunden, so viel du willst. Juhu! Geil, wir haben sie. Haben wir die Uhr? Nee, noch nicht. Nimm die herrschaftliche Sanduhr. Aufgabe. Hast du Spaß? Juhu, ich habe dich hier herumfliegen sehen. Das sieht lustig aus. Hä? Ah, okay, muss ich jetzt zu ihm gehen? Entschuldige, aber ich bräuchte mal die Hilfe eines Menschen. Hinter ihr? Ach, da, aber wie komme ich da hin? Ah. Ist eigentlich das hier? Sanduhr freigeschaltet! Wuhu! Aufheben. Gar nicht gesehen. Eve hat versprochen, die Sanduhr sicher zu verwahren. Das ist quasi mein... Oh, geil. Was kann ich jetzt damit machen? Oh, wo hat es denn hier diese Dinger? Hier. Kann ich damit irgendwas machen? Nee. Wir gucken mal, wir sprechen mal mit ihm. Kehre zur kaputten Brücke zurück. So. Ich vermute. Folgt der Richtung über deinen Kopf, wenn du den Stab hast. Ah, also hierhin, ne? Oder? Kann ich damit irgendwas machen? Ich mach das gleich, aber es zeigt mir auf jeden Fall, dass ich da hinten hin muss. Jetzt machen wir erstmal die Brücke. Ja, bis es orange wird. Okay, mache ich gleich. Wir machen kurz die Brücke, dann mache ich das. Ihr das alles schon gesuchtet habt. Ihr seid ja süß. Okay. So, dann machen wir das doch jetzt hier gleich mal ready. Na endlich, die herrschaftliche Sanduhr. Spürst du es? Wenn du sie in den Händen hältst, steht dir das Gewebe der Zeit zur Verfügung. Ich fühle mich nicht anders. Vertraue mir, halte sie in die Richtung der kaputten Brücke. Los geht's. Geil. Es hat nichts bewirkt. Soll ich es nochmal versuchen? Verdammt, ich hätte wissen müssen, dass die Sanduhr nicht stark genug ist. Siehst du, es fehlt etwas. 3 Juwelen der Zeit wurden aus dem Griff entfernt.
Als du vor langer Zeit beschlossen hast, dass die Sanduhr zu mächtig ist, hast du die Juwelen entfernt und sie versteckt. Zum Glück weiß ich, wo... Ah! Suche den Gang unten rechts von der kaputten Brücke. Der Weg ist dort wirbelnde Sand, durch wirbelnden Sand versperrt. Dort solltest du deine Sanduhr... Aber sie sollte deine Sanduhr nicht gewachsen sein. Vielleicht sollte ich bei Gelegenheit mal nach Eve schauen. Da, das ist das, was ihr meintet. Da finde ich bestimmt dann die Kristalle, ne? Das ist das, was ihr gemeint habt. Da muss ich aber einmal hier hin. Was ist das? Oh, nice. Okay. Okay, da kann ich noch nicht hin. Cool. So, kann ich das hier auch mal zerstören? Ah. Nice, du. Ich will das auch zerstören hier. Warum kann ich das nicht machen? Warum geht das nicht? Hallo? Ja, geh mir mal nach hinten. Entferne die Wirbel, indem du die Sanduhr aufrüstest und in der Nähe X drückst. Habe ich ja gemacht. Ich glaube, die meint das hier, oder? Oder ist das zu groß? Ich glaube, die habe ich nicht, Hallöchen. Oder? Nee. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Okay, ich habe sie nicht. Ich habe es schon eingesehen, Kollege. So. Dann zerstören wir mal diese ganzen Wirbel. Da unten ist noch einer. Ein gelber Ring. Gib mir quasi diese Dinger hier. Und das muss ich wahrscheinlich machen, um dieses Hauptding hier zu zerstören, ne? Geht, weil es sind nämlich immer 300. Und so kann ich das wahrscheinlich jetzt auffüllen, bis ich diese Brücke zerstören kann, ne? Jeet. Und das kann ich nicht zerstören hier. Warum kann ich das jetzt zum Beispiel nicht zerstören, Leute? Das ist zu stark. Ach so, die sind zu groß, ne? Es gibt welche, die sind klein genug und es gibt welche, die sind zu stark. Okay, was ist damit? Gucken wir nochmal, wo es was gibt hier hinten. Okay. Da komme ich nicht hin. Verdammt. Da ist auch noch was. Ah, okay. I see. Jeet. Fischer Fahrs Aufgabe, musst du vor der Brücke links rum. Da ist so ein Gang, den musst du lang. Ah, okay. Dann machen wir das mal. Musst du von der Brücke links rum. Okay. Oh, da liegt gerade ein... Ich dachte gerade, was liegt denn da für einen Hintern? Und dabei ist es in seiner... Muss man sich nicht immer in Gefahr stürzen. Genau, Leute. Denn die Macht des Mondes. Also, von der Brücke links... Rum, da ist so ein Durchgang. Where? Where is it? Hier hinten? Ach, da, ne? Ah, Sisi. Konnte ich das noch nicht sehen. Alter, Dreamlight Valley hatte ja ein Mega-Update. Hab's ewig nicht mehr gespielt. Ist das jetzt die Vollversion? Nee, es ist tatsächlich jetzt A Rift in Time, Akt 1. Und Akt 1 ist so groß, dass es einfach eine komplette neue Karte gibt, auf die du reisen kannst. Wo du deine ganzen Dorfbewohner zuweisen kannst. Du kannst den Dorfbewohnern sagen, ich möchte, dass ihr hier nicht seid. Ich möchte, dass ihr anfangs in der Dreamlight Valley, so heißt ja Dreamlight, Dream Valley Dorf seid, oder hier.
Und hier baust du dir auch nochmal alles auf. Und es gibt nochmal, wenn man es so anschaut, weil ich bin jetzt mit einem Schiff auf diese Insel gereist. Und es war ein Tor. Und es gibt noch 5 weitere Tore. Das heißt, theoretisch müsste es nochmal 5 weitere solche Maps geben. Akt 2 und 3 kommen nächstes Jahr. Aber es ist gigantisch. Also es ist ein Riesen-Update. Also es macht auch richtig Bock. Hast auch eine neue Waffe. Kommen 3 neue Charaktere. 3 neue Riesenbiome. Kannst du nochmal richtig reinsuchten über den Winter. Deswegen gerne auch unten bei meinem Twitch-Link oder in der Beschreibung abchecken. Da findet ihr den Link und alle Infos, falls ihr es euch holen wollt. Das macht mega Bock. Oh, nice. Ja, da war die Kiste, die ich gesehen habe. Oh. So. Was ist das? Benutzen. Verbessere die Sanduhr. Ah, okay. Was ist hier? Neue Schätze können entdeckt werden. Einfacher uralter Kocher. Einfacher uralter Gärtner. Ich kann davon, glaube ich, gar nichts machen. Was ist denn das alles? Ah, guck mal, hier kann ich auch alles ver... Oh, ah, da kann ich auch alles verbessern, ne? Nice. Okay. Was ist hiermit? Kann ich noch gar nicht machen. Auch erstmal noch ein bisschen mehr von dem Dreamlight. Siehst du die Statue der Zeit? Darin findest du das erste Juwel der Zeit. Das ist deine das deiner Sanduhr fehlt. Leider ist die Statue kaputt. Um eine alte Statue zu reparieren, brauchst du etwas, das ähnlich alt ist. Finde die fehlenden Teile mit der Magie deiner Sanduhr. Die Insel der Ewigkeit ist voller Schätze, die in der Zeit verloren gegangen sind. Aber mit deiner Sanduhr kannst du spüren, wenn sie in der Nähe sind und sie zu dir ziehen. Du wirst bestimmt unzählige verlorene Schätze finden. Beginne damit, genau hier zu suchen. Schwenke einfach die Sanduhr und fuchtle damit herum. Sobald du das gefunden hast, kannst du das Land der Uralten nach dem restlichen Material durchsuchen. Wenn du die Schätze hast, die wir suchen, kehre zu mir zurück. Okay, suche mit X. Sobald du es gefunden hast, drücke X wiederholt. Geil. Yeet. Fuchtel damit herum ist halt auch geil, ne? Benutze deine Sanduhr, um in Land der Uralten weiter... Genau, so. Kann ich jetzt hier irgendwas schon upgraden? Verbessere deine Sanduhr. Nee. Suche jetzt noch weiter, ne? Alte Platten brauche ich jetzt noch. Ich bin so süchtig. Es macht so Spaß. Je, gerade gesagt bekommen, dass meine Tochter heute einen Mädelabend macht. Freue mich schon drauf. Mädelsabend, komm, dann holt ihr Disney Dreamland Valley oder Avatar und zockt ein bisschen. Das kann ich immer sehr empfehlen. So, die alten Platten sind jetzt hier oder wo? Yes. Ess nochmal ein bisschen was. Ein bisschen Sellerie. Boah, das bringt ja kaum was. Ein paar Erdbeeren vielleicht. Ja, so eine Erdbeere macht schon satt, ne? Ich spiele meist Roblox oder Sims. Süß, ein Mädelsabend. Mein italienischen Gastlandes schauen gerade mit mir deinen Stream. Mein italienischen Gastlandes? Meinst du... Was meinst du denn mit Gastlandes? Also ich glaube, dass deine Autokorrektur... Auf jeden Fall Grüße. Oh yeah, macht das Bock. I love it. So, hier noch vielleicht eine Platte? Nee. Ah, hier ist noch was. Okay, da muss ich wahrscheinlich raus. Alte Platten, Leute. Hast du schon eine See gesammelt? Wenn ja, wie? Was? Eine was? Eine was? Oh, Eve ist voll traurig. Oh, das sieht gut aus. Yay. Geil. Macht voll Bock. I love it.
Blub. Hier lang. Sollen nicht nächstes Jahr auch Daisy und Mulan rauskommen? Ich glaube, da kommt noch... Was ist denn das hier? Ich glaube, da kommt noch richtig viel raus, Leute. Was ist denn das hier bitte? Warum beachte ich das denn nicht? Ah, doch, jetzt. Was sind das hier? Ah, da finde ich das hier, oder? Weird. Ah, okay, da finde ich nach Schätzen suchen. Ah. Ah, okay, das holt mir dann alle Schätze hierher, kann das sein? Dass ich dadurch die Möglichkeit habe, dass mir das alles schnell herholt. Ah, das ist ein Schatzring. Da hast du hier, ah. Geil. Yes. Yes, auf einmal Englisch. Hm, nach Schätzen suchen. Seit ich den Stab habe, bin ich gefühlt nur am Rumrennen und Schätze suchen. Macht aber schon auch Spaß irgendwie, gell? Es ist schon echt toll gemacht. Aber ich wir gehen frage mich, wer der wahre Herrscher in diesem Valley ist. Ich. Manche Menschen sind es wert, dass man für sie schmilzt. Nein. Diese Sätze sind einfach echt legendär. Oh, es ist süß einfach nur. Oh nein, die haben Robbie Bubble. Was haben die? Robbie Bubble? Alter! Kann es sein, dass immer wieder neue Schätze spawnen? Die war doch vorhin noch nichts. So, mein Freund. So. Die Sandu ist mit einem anderen alten Relikt hier verbunden, dem Tisch der Zeit. Mit ihnen kannst du die verlorenen Schätze nehmen, die du gefunden hast, die Zeit zurückdrehen, um sie in ihre wichtigen Bestandteile zu zerlegen, um sie dann neu zusammenzusetzen. Du hast Glück, bevor ich gefangen wurde, habe ich diesen alten Plan entdeckt, der zeigt, wie man diese Statuen baut. Ach nee, was ein Zufall. Benutze den Tisch der Zeit neben der Statue, um die fehlenden Arme zu erschaffen. Oh yeah. Verbessere die Sanduhr. Was soll ich jetzt machen? Neue Schatz. Was muss ich jetzt davon wählen? Neue Schätze können entdeckt werden. Einfach uralter Kocher, Gärtner, Rafiki, Forky. Hier. Große wirbelnde Sanduhr. Oder das hier? Nee, das ist ja der Trank. Dein Oberteil ist richtig hübsch. Danke. Und bis bald im Gnu-Match. Das ist alles, was du freischaltest auf Stufe 1. Verbessern. Ach so, okay. Das ist alles, was ich freischalte. Wow, echt? Das ist ja voll viel. Boah, das ist ja voll die Belohnung. Oh, wie cool. Okay, nice. Benutze den Gegenstand. Detaillierte Anleitung zur Reparatur der Statue in deinem Inventar. Oh, wow. Das ist natürlich echt ganz schönes Present hier. Cool. Level 2. Stelle Arme der Statue auf den Tisch her. Herstellen. Checke den Arm wieder in seine Fassung. Und wo? Oh, du bist es. Hier, ne? Interagieren. Kehre zur kaputten Brücke des Innenhofs. Oh, jetzt können wir es machen. Boah, das macht so Bock, Leute. Ich werde das heute Abend im Bett suchten. I had to do a lot of gameplay without you and update you in the next video, my friends. It's time to suchten, ob ich... Okay. Wunderbar, das Juwel der Zeit ist wieder an seinem Platz.
Jetzt kann deine Sanduhr die Magie des Nebels kanalisieren. Sicherlich hast du bemerkt, dass deine Sanduhr gelegentlich einen seltsamen magischen Nebel erzeugt. Er tritt dort auf, wo die Wände von Raum und Zeit dünn sind, wie an der Brücke. Du musst den Nebel kanalisieren, um die Zeit vorwärts oder rückwärts zu drehen. Benutze den Nebel, um die Zeitanomalien auf der Insel zu beheben. Und am Tisch der Zeit kannst du den Nebel nutzen, um deine Sanduhr noch mächtiger zu machen. Das klingt alles sehr kompliziert. Vielleicht sollte ich mich später mit Merlin darüber unterhalten. Ja, der Zauber hat vielleicht einen Einblick. Er könnte dir helfen, einige der Zeitanomalien zu beseitigen, aber verliere keine Zeit. Du musst genug Nebel finden, um die Brücke zu reparieren. Sobald du die Brücke repariert hast, kannst du noch zwei weitere Juwelen der Zeit finden. Du findest eins in der Wüste versteckt, die als die funkelnden Dünen bekannt ist. Und das andere im wilden Dschungel. Geil, dann kommen wir in die anderen Biome, Mann. Yay, 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 let's go. Da bist du ja. Shit, ich hab nicht genug. Auch Nebel. Ich hab nicht genug, Bro. Es ist okay. Ich hätte es selbst nicht besser. Suche mit der Sanduhr nach Nebel. Oder rufe den Pflichten, indem du was drückst. Ach so. Den Dreamlight Valley abholen hier. So. Kann ich noch ein bisschen was abholen? Wo denn? Ah, hier. Hihi. Ach, guck mal, da siehst du auch, wie viel Prozent du wo erledigt hast, oder? Ja, cool. Was? 23%? Ich spiele das Spiel schon wie lang? What? Excuse me? Wo finde ich denn jetzt den Nebel? Boah. Was geht denn hier ab? Hier, suche mit deiner Sanduhr nach Nebel oder rufe das Streamlab-Menü auf und erforsche deine neuen Nebelpflichten, indem du drückst. Reagiere, genau. Dann drücken wir das doch jetzt mal. Und erforsche. Ach, ich finde es schon. In diesem Gebiet sind keine Schätze mehr. Ich hab 1104 Spielstunden und trotzdem keine 100%. Es gibt keine Schätze mehr. Wie repariere ich denn diese kaputte Brücke? Ich brauche ja voll viel Dreamlight. Gucken wir weiter. Aufgaben. Genau, aber wenn ich das hier drücke und erforsche deine neuen Nebelpflichten. Wie erforsche ich denn meine Nebelpflichten? Was ist denn eine Nebelpflicht? Oh, ich liebe sonnige Tage. Genau, da brauche ich auch wieder was. Kann ich hier irgendwas grinden? Nö. Ah, ich kann hier noch weitersuchen, okay. Oh. Komme ich da nach hinten? Es ist so warm. Weiß jemand, was ich jetzt tun muss? Ich durchsuche jetzt einfach mal die ganze Insel, dass ich alles hab. Yeet. Darüber. Finde ich eigentlich auch in der alten Insel noch was? An Schätzen oder nur hier? Weiß es jemand? Sagt auch auf der alten. Okay. Okay. Danke für die Subs, die lese ich vielleicht voll süßen. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich wieder. Sagt auf der alten auch. Okay, das heißt, ich muss jetzt auch auf die alten. Wie repariere ich den Nebel? Did somebody know? Du musst bei Dreamlight gucken. Erste Kategorie in der Seite Nebelpflichten.
Ah, hier. Baue 5 Gemüse an. Ah, das ist gemeint. Okay. Nebelpflicht hat jeder in seinem Leben einmal, ne? So. Hast du eine Minute Zeit? Nein. Hab ich nicht. So, haben wir einmal eine. Ach so, deswegen. Das meint er mit Nebel. Das serviere ein Gericht. Ach so, damit ich diese Kristallkugeln sammle. Füttere ein Tier. Bringe 2 Geschenke. Füge 3 Dekorationen zum Lager. Okay, I see. Das heißt, ich muss jetzt einfach ganz viel von diesen Kristallen sammeln, um dann im Endeffekt das zu durchbrechen. Um diese ganzen Sachen neu zu sehen. I see. Ich hole jetzt erstmal diesen dicken Brummer hier raus. Einfach, weil ich Bock habe. Oh, ich bin zu müde. Ja, schnell ist Popcorn. Ja. Lup. Lup. Fortnite-Logo-Spiele, geil. Das Update ist mega cool hier in dem Game, muss ich sagen. Und wie ist das Fortnite? Spielt ihr noch Fortnite? Platsch. Das ist dein Traum, weißt du? Nur du kannst helfen. Ja, ja, mein Fiebertraum, I know, der würde aber anders aussehen. So. Dann gehen wir mal wieder zurück und gucken, was wir hier so finden mit der Uhr. Gibt's hier auch was? Nein, ich wollte jetzt kein Selfie machen. Ne, hier gibt's keine Schätze. So. Lego sieht mega gut, das macht auch echt viel Spaß. Mega viel zu erkunden, man muss sich nicht auch um die Ernte kümmern. Kann man auch, aber du kannst auch zum Beispiel Wally deine Ernte machen lassen. Das ist ganz cool. Wenn du auf der Map X drückst, kannst du schneller in dein Valley zurück. Echt? Ach so. Ach guck mal, ich kann ja echt alles durchsuchen. Das mache ich jetzt mal. Nice. Boah, da findest du dann auch noch die ganzen Teile. Und das sind alles Schätze für meine Sanduhr, oder? Oder halt eben diese Nebelsteine. Wow, das war jetzt was richtig Großes hier, ne? Ich bin jetzt langsam echt müde, ne? Ich brauche wieder Essen. Hier, fress mir einfach mal die ganzen Bäume weg. So, Ernte. Könntest du mir einen Gefallen tun? Nein, könntet ihr mich mal alle in Ruhe lassen und mir mal einen Gefallen tun? Lass mich in Ruhe. Ja, die Sanduhr und die Sachen, die du damit bauen kannst. Bei mir aber noch nicht sicher, was die ganzen Sachen machen. Ah, ich glaube, wenn du dann, du kannst halt dann voll deine Hacke und alles pimpen. Oh, ein neues Teil. Ich finde, die hätten mich synchronisieren lassen sollen. Ich glaube, das wäre cool geworden, hätte ich die... oh, keine Schätze mehr. Oh, dann muss ich aber in ein neues Biom, dann gibt es bestimmt mehr. Hätten die mich das synchronisieren lassen, dann hätte das bestimmt der Sanduhr sehr gut getan. Ach cool, boah, da kannst du ja jedes Biom durchglotzen. Das ist ja der Wahnsinn. Liegt da ein Ei? Guck, wenn ich immer so gemacht hätte... Wenn es was gefunden hättest, das wäre doch toll gewesen, oder? Hä, was liegt denn da? Ein Ei. Da ist denn noch Ostern, du. Ich hätte immer gesagt, oh yeah. Sobald ein Ding von der Sanduhr drin ist, aber erst. Ne? Nur dann. Guck, da macht der Wally deine Ernte. Ist das süß. Oh, nice. Ja, 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 ja. Nice. Ich loote. Schneller looten. Looten. Geil. Da halten wir sich richtig viel hier, ne? Ich weiß, was ich heute Nacht die ganze Zeit machen werde, Leute. Denkt an mich. Nein. Oh Mann. So, essen wir wieder ein paar Sachen hier rein. Njam, 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 njam. Jo. Das ist einfach so schön, dieses Spiel. Ich habe meiner Schwester schon gesagt, sie muss sich das unbedingt
Also meine Schwester kriegt von mir, das verrate ich euch jetzt, zu Weihnachten das Switch und Dreamlight Valley, weil die liebt es so sehr, Disney. Deswegen, ich freue mich schon, wenn die das Spiel entdeckt. Die wird so reinsuchten. Sind überall Eier. Wieso hört sich denn die Musik hier so traurig an? Boah, wie viel ich hier gefunden habe. Wahnsinn. Nice. Jeet. Keine Schätze. Gehen wir noch hinten ins Biom. Ja, ich schenke dann auch so eine schöne Switch-Tasche dazu und so mit so Knöpfchen. Dann kann sie sich das selber designen. Das freut die bestimmt. Ja, das ist ein liebes Geschenk, glaube ich, gell? Weil die spielt auch gerade voll viel Harry Potter. Und da habe ich gedacht, boah, das ist, glaube ich, das perfekte Gift für die. Die wird da richtig reinsuchten. Sie sagt auch, sie will gar nicht so viel spielen, weil sie einfach so schnell auch süchtig wird. Aber das hat die schon für sich entdeckt. Ist aber auch ein cooles Game. Da hast du ja voll viel dran. Ich habe ja damals so viel gesuchtet. Ich habe es ja direkt an Release gesuchtet, das Spiel. Und zwar so schnell, dass ich dann ja relativ schnell schon, weil es gerade noch am Anfang war, so schnell weitergespielt habe, dass ich dann alles durch hatte. Dann kam das erste große Update. Das habe ich dann auch wieder durchgesuchtet. Dann habe ich das durchgehabt, dann kam direkt wieder das nächste Update und dann kam ich nicht mehr mit, weil ich so viel zu tun hatte. Also bei dem Spiel könnt ihr euch sicher sein, dass ihr definitiv nicht dasteht und nichts zu zocken habt. Da kommen fette Updates auf euch zu. Ist echt ein süßes Geschenk. Ich glaube, das war's jetzt, ja. Nice. Dann gehen wir auch noch... Dann gehen wir jetzt auch noch rüber. Ich weiß, ich kann mit dem Boden schnell reisen, aber ich bin auch gern nochmal hier in Lachibal durch. Dann gehe ich noch zur Winterwelt. Da gibt's noch viel zu gucken. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich schon von den Nebel... Dreampflichten? Wo sind die Nebelpflichten? Hier. Nice. Habe ich jetzt bald schon 4000. Dann können wir gleich schon weitermachen. Cool. Dann können wir nämlich einmal die verschiedenen Pforten öffnen. Und den Nebel wegmachen. Das können wir, glaube ich, jetzt sogar schon machen. Waren ja 3000 oder 2000? Glaube ich, hab's schon. Ich mache noch hier die Szene hier. Und dann können wir den schon wegmachen. Yeet. Pulsierende Baumwolle. Ich lieb's. Das sind übrigens tote Gnus hier, ne? Nur, dass ihr es wisst. Das ist wirklich so. Und ihr könnt, wie gesagt, jetzt mittlerweile auch bestimmen, wo eure Dorfbewohner hingehen sollen. Also, ob die jetzt da leben, wo ihr seid, oder ob ihr sagt, nee, ich will die jetzt woanders drin haben. Geht alles. Geht alles. Die Schneewand, wo Olaf... wo finde ich die Schneewand, wo man Olaf findet? Zeige ich dir gleich. Da gehen wir jetzt nämlich gleich hin. So. Und zwar jetzt. Was ist denn das hier eigentlich? Wieder eine Babuschka. Etwas klopft an der Tür. Dann öffne nicht, mein Freund. Mein Inventar ist voll. So. Dann gehen wir mal rüber hier zur Eiswelt. Warte nochmal die Schnee. Im Eisgebiet 3, ganz hinten an der Wand, genau. Also eigentlich, wo war die nochmal? Die war doch hier unten, ne? Warte. Da war die doch, oder hier? Oder irre ich mich? War die nicht hier? Das war doch die Eiswand. Es ist hier.
wenn du hier reinkommst und das hier siehst. Schreib mir bitte, wenn ich mich irre. Hier habe ich meinen Gnu platziert. Nein? Okay, ich hab nicht recht. Dann da hinten. Da ist sie. Da. Da siehst du sie? Da ist sie. Da findest du Olaf. Hallo, ihr alle. Also das, was hier so leuchtet. Pion. Oh. What's this? So, ich esse gerne Fische. So einfach, so roh. Geil, rein damit. Mit Grete und allem. So, dann gehen wir jetzt mal, würde ich sagen, die Brücke machen. Tschung! So. Ansehen. Gehen wir mal back. Back to the building. Ja, ja, ja. So. So, oh, da kannst du dir auch einen Wegpunkt setzen. Wie wunderschön dieser Wegpunkt aussieht. Der rote Waschbär macht mir Angst mit seinen Knopfaugen. Liebe ihn! Er hat auch Gefühle. Liebet den Waschbären. Okay, my friends. Dann machen wir jetzt die Brücke weg. Oh, es ist schön. Voll cool, A Rift in Time. Das ist auch dieses. Es ist so gut durchdacht. Ich lieb's. Mensch, ihr liebst du. Ihr liebst. Ihr liebst. Ich kann ja auch so reisen, ne? Ich hab's ganz vergessen. Kann ja auch so einfach hier hin. Muss ja gar nicht laufen. Hallo? Wer läuft heutzutage schon? Aber nein. So, jetzt. Let's do it. Hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Ja. Bam. Geil. Oh nein, ein Kapibara. Kapibara. Geil. Oh, es ist geil. Ja. Ich lieb's. Hier bin ich. Das war eins meine Reaktion. Zeitreise, geil. Lass mal reden. Oh, du bist es. Okay, juckt's gar nicht. Geil. Nice. Hier kann ich noch nicht lang, ne? Da brauche ich auch wieder. Oh, nix. Nice. Hello. It's me. Was gibt's hier? Oh, cool. Richtig cool. I'm lost. I should start reading a journal in case I start losing my memory. Also sie hat quasi gesagt, sie muss sich ein Journal, ein Tagebuch führen für den Fall, dass sie ihr Gedächtnis verliert. Haben wir auch. Das Spiel habe ich ja noch nie gesehen. Was? How dare you? Das ist richtig nice. Ich suchte das seit Gezeiten. Das hat ein fettes Update jetzt auch gehabt. Oh, ich glaube, das muss ich jetzt einfach so wegmachen. Sollte man meine gierigen Taschen stopfen, Leute. Ich bin so ein Geier. Ich komme überhaupt nicht klar. Kann ich das hier auch wegmachen? Boah, 10.000. Sorry, Bro, das habe ich nicht. Spät, weißt du? Komme ich überhaupt Danke. Nicht. Sehr ich muss. Oh, guck mal, da kann ich auch wieder einen Boden activaten. Das mache ich jetzt gleich mal. Und einen Goofy laden. Das mache ich auch gleich mal. Und dann gibt es hier auch wieder neue Samen und. Da könnt ihr mir auch sagen, wie teuer man wieder was verkaufen kann, weil ich glaube, da kann man echt richtig reinjieten dann. Schön. Hast du eine Minute Zeit? Nein. Kauf mal. Verbessern wir gleich nochmal, oder? Hallo. Yay. Gleich nochmal. Ich weiß nicht, ob ich es mir noch leisten kann.
12.000. Ja, ouch, das hat jetzt wehgetan. Okay, jetzt haben wir Melonen, Brokkoli. Ja, Süßkartoffel. Ey, diese Freude kann nur Disney Dreamlight Valley Spieler nachvollziehen. Oh, die Süßkartoffel macht mich fertig, du. Okay, ich gehe mal kurz nach Hause. Muss mal meine Taschen leeren. Der Geier in mir ruft. Danke, dass du DLC-Streams. Jetzt weißt du, wer es mir definitiv hole. Deine Superstreamerin. Liebe deine Streams. Süß, danke, Rina. Das freut mich voll. Ah, das ist schon geil. Es macht einfach Spaß, ey. Das ist so nice. Und die Gegend hier ist noch so viel größer. Ah. Ich mach gleich mal ein paar Truhen. Denn I have a lot of stuff. A lot of new stuff. Nein. Ich hätte gerne meine Truhe. Aufbewahrung. Geräte. Deko. Alle. Deko ist notwendiges. Ja, da ist sie doch. Oh, ich habe 10 Stück sogar. Die place ich jetzt alle. Yes. Mehr. Mehr Platz. Noch mehr. So, reicht erstmal. Ich habe mir das Spiel letztes Jahr auch nur durch deine Videos geholt. Oh, das freut mich voll. Das freut mich wirklich. Das ist super süß. Ja, es ist auch einfach ein tolles Spiel. Also ich habe selten ins Spiel so reingesuchtet wie das, muss ich schon ehrlich sagen. Ich glaube, wenn ich eine Aufgabe habe, holt der sich ja trotzdem alles aus der Truhe, oder? Oder muss ich... Ich glaube, dass das Spiel trotzdem versteht, auch wenn es in der Truhe ist, dass es besitzt, oder? War das nicht so? Ich glaube schon. Dann tue ich das mal alles weg. So. So, sehr schön. Ich habe so viele Quest-Aufgaben hier. Das ist ja der Wahnsinn. Das öffnen wir jetzt mal. Ganz ungewohnt, so ein leeres Inventar. Yay, rote Haare. So, der wilde Dschungel und die funkelnden Dünen. Da bin ich ja auch gespannt, wie das aussieht. Der Dschungel und die Dünen. Das ist nicht schön. Oh, guck mal, da hat es wieder so eins. Ah, nee, doch nicht. Guck mal, das erneuert sich immer wieder. Jetzt hat es schon wieder hier Stuff zu finden. Mhm. Okay. Nach dem Avatar-Stream wollte ich gerne noch weiter Avatar suchten. Ich musste nur viele neue Sachen noch erledigen. Deswegen habe ich leider keine Zeit mehr gehabt, weil ich arbeiten musste. Weiterarbeiten. Das Outfit, das war gerade eine Aufgabe. Ich kann mich eigentlich auch wieder umziehen, hast recht. Ziemlich passend zur Insel an. Ist auch süß, wie man jeden Tag seine Outfits ändern kann. Ne? Das macht auch voll Spaß. Waren nochmal meine Mickey-Maus-Ohren. Ach, damit bin ich auch fein. Ich habe ja auch Hörner. Boah, das muss was Großes sein. Ich bin schon voll into it, ey. Ach, kann ich jetzt nicht die Dinger auch kaputt machen? Ich habe doch jetzt meine Hacke geupdatet. Warum geht das noch nicht? Was soll das? Okay, das muss da hinten irgendwo sein. Ja, ich bin voll am Suchten gerade, ne? Das Spiel hat mich. It got me. Stimmt, die Maleficent-Hörner passen perfekt zum Bild im Hintergrund von mir. Das stimmt. Jai. Ja, da hat man definitiv einiges zu tun. So, die Juwelen der Zeit in dem anderen Biom.
Dann düsen wir da nochmal ganz schnell hin. Wir haben jetzt ja hier Step, 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 die Steppe, die Oase, wilder Dschungel. Geil. Ich lieb's einfach nur. Das muss ich Lara sagen, die hat das Spiel ja auch voll gesuchtet. Blub, blub, blub. So, jetzt kann ich nämlich wieder mit Spiel, Spaß und Spannung suchten. So. Kann die Pflanze hier abbauen. Oh nice, eine Aloe Vera. Aloe Vera. Genau, am 10.12. kommt ein neuer Merch-Shop raus, deswegen gerne den Link abchecken, gnu-shop.de. Die holen wir noch bald. Jetzt komm schon, unser Wieso muss ich immer alles allein machen? Helft mir doch, verdammt. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Wie geht? So. Und die Pflanzen. Neue Pflanzen. Neue Pflanzen. Ui, neues Herstellungsrezept. Yes. Geil. So. Ja, also wie gesagt, mit dem Spiel wird euch nicht langweilig. Es gibt auch super viel Updates, auch noch zum Winter und Co. und Weihnachten, Halloween und Ostern. Es gibt immer neue Sachen zu entdecken. Konnte er das tun? Ausgerechnet mir, diesem Dürren, steht eine böse Überraschung bevor. Hier zum Beispiel auch im Laden, da könnt ihr auch diese Mondsachen immer sammeln. Da gibt es dann auch verschiedene Sachen euch zu holen. Also es ist eine Neverending Story. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier diesen tollen Kolibri euch zu holen. Der verfolgt euch dann. Mega süß. Es ist auch verschiedene rosane Begleiter. Da kann man ganz viel noch hier sich freischalten. Mondstein könnt ihr auch mit Aufgaben bekommen. Und so weiter und so fort. Ihr seht, ein riesengroßes Game. Und ich werde definitiv demnächst eine weitere Folge dazu machen. In der nächsten Folge werde ich schon einiges gesammelt haben. Das heißt, wir werden uns dann weiter auf die Story konzentrieren. Und ich werde euch alles zeigen, was ich in dieser Zeit dann freigeschaltet habe. Denn ihr seht, es gibt eine Menge Neues zu suchten. Ich hoffe, ihr suchtet auch schon fleißig. Checkt gerne den Link unten in der Beschreibung ab zu Disney Dreamlight Valley, A Rift in Time. Dankeschön, Disney Dreamlight Valley, dass ich das hier machen darf. Und danke meine Community, dass ihr wieder da wart. Und über den Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Viel Glück beim Keysuchen. Und ganz wichtig, bitte dominiert die Bots in den Kommentaren. Würde mich sehr, sehr freuen.